Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinton und mit Will Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so... Oh. Vergiss es. Kommt noch? Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. So ist es, so ist es. Ja, wir haben den 25.12. um kurz vor 24 Uhr. Und ja, es sind ein paar Dungeons fällig, würde ich sagen, bei diesem Char. Wie ihr Bescheid wisst, hier, bup. Genau. Das ist übrigens der Char, wo mir am schmerzigsten aufgefallen... Nein, halt, wir sind ja ganz beim falschen Char. Wir sind jetzt gerade in Chile. Chile machen wir nicht. Da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Wir machen... warte mal. Genau. Mario Götze machen wir auch nicht. Genau, war ich noch aktiv ein bisschen in dem Fußballforum. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Dann gucken wir mal hier. Dungeons. Also hier sind wir relativ, ja. Und deswegen habe ich auch hier die Festung, bei der Festung kaum die Edelsteinmine ausgebaut, weil es mir sonst zu teuer werden würde, wenn ich die skippen würde. Also ich könnte ja auch schon viel höher sein. Na. Genau, bei dem Char ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht hätte, also das weiß ich ja eh schon länger, dass es mit der Verteidigung nicht so toll ist. Und was aber wichtig ist, dass ich jetzt keine Magier und keine Bogenschützen mehr ausbaue. Dadurch bekomme ich eigentlich immer relativ häufig hier den Teilschutz. Ich wurde nämlich hier relativ krass ausgeraubt schon. Also da haben sich so Spezialisten auf mich spezialisiert sozusagen, ja. Und um das zu vermeiden, baue ich jetzt gar nichts mehr aus. Sozusagen gebe ich mich hin als günstiges Opfer, kriege dadurch auch immer Angriffe und dadurch bleibt es halt einfach in diesem Bereich, wenn ich was verliere und es geht nicht auf diesen Bereich, was dann wehtut. Ja. Wenn genug Spieler auf dem Server sind, dann ist es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Also gerade wenn man eben als auch die Verteidigung wäre, ist ja noch gar nicht so hoch. Also hätte ich das jetzt alles irgendwie auf 20, wobei ich gar nicht weiß, ob überhaupt alles auf 20 geht, soweit habe ich mit dem Spiel noch nie gespielt mit der Festung. Aber ich nehme es mal an, ja, weil hier geht ja bloß das Arbeiterquartier nicht bis 15. Alles andere geht vermutlich bis 20. Ja. Und ja, biete mich hier als günstiges Opfer an und kriege dann eigentlich immer den Teilschutz. Ja. Hier viel seltener als, jetzt gehen wir doch mal auf Chile. Chile ist wirklich so, also ich glaube, ich war noch nie unter 23 Stunden hier. wurde auch angeschrieben, warum ich die Befestigung hochgezogen habe. Ja, ich würde die ganz gerne sogar noch ein bisschen höher ziehen, um zu gucken... ein günstiges Opfer, ja, okay, aber warum denn nur ein Soldat? Also, können ja auch mehrere Soldaten sein, die dazu gebraucht werden, ja, um den Gegner ein bisschen Substanz zu ziehen, sozusagen, ja. Also, eine kleine Spielerei einfach, aber was ich ja nicht ausbaue, ist halt Schützengilde und Magierturm. Das habe ich dann gelernt. Also, bei dem anderen Server habe ich ja früher angefangen, habe es einfach. Ja, einfach so gemacht, wie ich gedacht habe, dass es sinnvoll ist und nicht sinnvoll. Hat sich nachher herausgestellt. Und da habe ich mir gedacht, ziehe ich trotzdem durch. Aber je höher die Gebäude geworden sind, desto mehr habe ich mir gedacht, oh, das dauert aber ganz schön lange, ja. Das ist aber auch der einzige Server, wo ich bis jetzt schon auf 20 gekommen bin. Also das heißt, ich habe die Festung gnadenlos hochgezogen und alles andere war... Ja, dementsprechend noch nicht hochgezogen und genau deswegen habe ich ja auch so krass auf die Mütze bekommen. Also Festung 20, so als wenn der Ausbau noch nicht so toll ist bei der Festung, ist suboptimal, würde ich mal sagen. Okay, wir müssen jetzt gleich losstarten, weil ich habe mir nämlich noch ein bisschen, ich kann es mal kurz zeigen, ich darf noch Sachen zerlegen. Und das ist gar nicht unwichtig.
weil ich hier natürlich ja wenig Epic-Event-Spiele, wenig Dungeons mal, deswegen habe ich hier einfach auch noch nicht so viel Material. Also ich werde jetzt auch nicht so viel krass ausrüsten, ich will einfach mal schauen, wie weit es geht. Der Char ist relativ gut beinannt. Der hat ganz gut Geschick. Ja. Ich könnte schon viel besseres Equipment finden, das ist klar. Ja. Aber das werden wir jetzt mal vielleicht auch an den Start bringen. Das heißt, was ich jetzt mal gleich mache, gucken, ob es irgendwo... Das können wir mal gar nicht alles verkaufen, das brauchen wir nicht. Aber wir legen mal jetzt kurz los und ich fange einfach mal, ja, machen wir mal hier einfach sowas Normaleres, sage ich mal jetzt so. Uhu! Ja. Könnten uns auch eigentlich die Kämpfe gut anschauen. Schauen wir mal, wie weit ich da jetzt komme mit meinem Equipment, das ich habe. Aber man sieht schon, ja, der ist ja auch nur 420. Ja, 402. Aber der hält halt schon ganz schön was aus, der Kerl. Ja? So. Genau, Kampf speichern ist auch immer an. Schau, was Kurioses rauskommt, das wir uns da wirklich anschauen können. Also gehen wir einfach mal hier im Licht-Dungeon so weit, wie es gerade geht. Wir sind ja noch nicht equipped. Und, naja, warte mal, ein paar von den anderen mache ich, glaube ich, schon. Oder? Wir haben ja 6 Minuten Zeit hier. Dann können wir nämlich, genau, das müsste eigentlich, genau. Jetzt wollen wir einfach mal kurz die hier, weil, oh, das war mehr als ein Schlag. Dann können wir nämlich, genau, und die, ja, aber andererseits bringen die auch nicht viel Material, gell? Aber das ist halt so. Schauen wir mal kurz, ja. Ah, 791. Ach komm, ist aber ist wurscht. Komm, genau, so ist das halt. Oder doch nicht. Man weiß es nicht. Was habe ich hier? 795, das ist alles schlecht. Wie viel kann ich da? Darf ich denn überhaupt zerlegen jetzt gerade? Noch. Egal, komm. Jetzt denken wir mal nicht so viel nach, sondern zerhauen das Zeug einfach, das wir da bekommen. Ich könnte natürlich auch von denen welche zerhauen. Komm, den packe ich mal gleich da rein, habe ich wenigstens Gold bekommen. Wir können mich einfach auch... Na, jetzt ist schon vorbei wieder. Genau. Jetzt ist schon durch. Genau, keine Gegenstände mehr zerlegen. Also insofern brauchen wir uns da jetzt keine Gedanken mehr drüber machen. Das war noch so ein bisschen, weswegen ich auch das jetzt über 0 Uhr mache, damit ich zumindest ein paar Gegenstände noch zerlegen konnte, weil ich muss wahrscheinlich ganz viel wegschmeißen. Ja. Hab aber auch noch den zweiten Char. Also, ja, seit neuestem gibt es ja mehr Inventar. Oh, das ist schon mal interessant. Okay, hat doch geklappt. Genau, Level 403 immerhin, gell? Also mit dem Licht-Dungeon hier. Schauen wir mal, also ich werde es hier nicht übertreiben mit den Licht-Dungeons, sondern einfach mal gucken, weil ich werde mich wirklich noch mal ein bisschen besser ausrüsten. Ah, ausgewichen, ist schon mal gut. Da war ich noch mal aus. Also ich habe auch nicht besonders, ich glaube, mein Bogen könnte auch viel besser sein. Ja, schauen wir mal. Auch was wir jetzt überhaupt für Equipment bekommen hier haben hier. Da werde ich schon ein bisschen jetzt was verbessern. Also auch die... aha. Sehr gut. Schauen wir mal kurz. Das schaut alles so nach alle Attribute Zeug aus. Also ihr seht hier 613. 613, 610. Ja, zum Beispiel hier können wir wieder sagen, komm, holen wir uns dann das Gold. Der ist zum Beispiel, der ist eigentlich ideal, gell? Lebensenergie, da muss ich jetzt aufpassen, weil hier ist alles ideal. Alles Top-Runen. Ja? Und insofern muss ich hier, wenn ich was austausche, auch immer sofort auf Equipment, das Equipment, also die Runen austauschen. Wo ist denn das Ding? Das ist eigentlich ein Vorteil, dass man sieht, genau, das müsste doch sein, ne? Genau, Goldbonus. Flupp. Genau. Und dann Steingewinnung auch. Flupp. Ja, bloß keinen Fehler machen, ja. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht, irgendwie so.
viele Dungeons am Stück. Also ich spiele gerade momentan ein bisschen sparsamer eigentlich. Also ich neige dazu eher, also bei Chile so ein bisschen zu übertreiben, aber Dungeons kann ich da nicht viele machen, sondern eher so ein bisschen Festung skippen. Zumindest zu einem gewissen Punkt habe ich es gemacht, wo es noch sinnvoll war. So, genau, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich hier auch schon, ja genau, ich sage Gegenstände auch schon verbessert. Mal, glaube ich, gehe immer so auf genau 9. Geht, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich habe nicht so viel Material hier. Seht, ja, genau, aber das ist ein ganz ordentliches Ding, ja. Und wir können auch mal kurz einfach nochmal kontrollieren. Also ich bin hier noch auf 29.000, hier auf 25.657, um genau zu sein. Guck mal einfach mal. Also die könnt ihr jetzt natürlich auch durchskippen. Aber widmen wir uns einfach mal den Dingern hier. Und dann machen wir das Ganze auch ein bisschen schneller, weil sonst wird das nichts. Ja. Also levelmäßig sind die wirklich nicht interessant, weil... Und das Negative jetzt an dem blöden Schatten-Dungeons ist es, dass man ja auch jetzt dann die Keys sich erskippen muss. Genau, aber schneller hier. Wenn man sich alles anschauen, ja. Zack. Genau, weil jetzt sind dann die nicht die Dungeons, die automatisch offen ist, was echt doof ist. Also da muss man jetzt wirklich die... Und schaut hier, das ist doch krass. Wirbelsturm. Ja, das hilft nichts. Also das ist alles Material eigentlich für die Toilette. Also 376 ist halt auch überhaupt nichts. Kurz gucken, dass ich hier nicht genau die falschen Sachen wegschmeiße. Können ja mal die Licht-Dungeon-Dinger, die noch ganz sinnvoll sind. Ah, da gefällt mir der Rüstwert nicht, aber der ist natürlich trotzdem viel besser als der, den ich da unten habe. Was haben wir denn hier bekommen? Das ist, mal kurz Vergleich. Ja gut, das ist auch viel besser, aber das kann man auch weghauen. Genau, der ist ja auch richtig schlecht. Das Ding ist auch richtig schlecht. So, ein bisschen aussortiert. Alle Attribute finde ich nicht so toll. Das ist eigentlich ganz, ganz gutes Ding hier. Was habe ich hier angelegt? Ja, auch Quatsch eigentlich, ja. Also dann tauschen wir auch schnell mit der Lebensenergie. Wo ist das Ding? Das hier, genau. Wuppdi. Genau, da muss man leider einen Sockel hinzufügen, was ein bisschen teurer ist. Und dann, neige ich oft zu Gegenstand zerlegen. Achso, ja genau, wir können ja wieder Gegenstände zerlegen, aber da warte ich echt, bis die bisschen höheren Schatten-Dungeon-Dinger kommen, weil das bringt ja fast nichts. So, jetzt müsste ich eigentlich schon anfangen hier. Ah, genau. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auch, also pass mal auf, wo ich jetzt auch ein bisschen drauf achten muss. Ich glaube, ich mache mal hier einen Neustart sozusagen. Gucken wir mal. Das ist so eine kleine Übungseinheit für mich auch, wenn es dann wirklich an die No-Dungeon-Chars geht. Ja, jetzt habe ich auch was bekommen im Kalender. Genau, Chile darf ich nicht vergessen, wenn dann hier die Stadtwache jetzt vorbei ist, dass ich das einstarte, weil Chile ist sozusagen mein Main-Char mittlerweile. Wobei wahrscheinlich der letzte Char, den ich aufgeben wäre hier der S15-Char. So, weil, ja, hier bringt's auch was, wenn ich, ja, kann ich den Char auch liegen lassen, mal 15 Tage nicht spielen oder so. Das ist nicht so wild. Versuche natürlich noch sehr diszipliniert zu sein. Jetzt, warum habe ich das jetzt gemacht, diesen Restart? Weil oft ist es so, dass das Spiel überhaupt nicht weiß, dass irgendein Dungeon fällig wäre bei dir. Und ihr seht aber schon, genau, das ist so, dass die typische... Und das sind immer 24 Pilze jetzt. Also da sind die No-Dungeon-Chars wirklich ziemlich... Oh Mann, das ist... Also ich habe gehofft, dass die echt früher kommen, die Dinger. Es ist ein Testlauf, weil ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf, dass ich da so lange drauf warten muss. Ja? Und jetzt ist der aufgegangen. Schaut mal hin, was ich für Mist hier habe. Und das war alles teuer schon. Ja? Also das hat alles schon viel mehr gekostet als die Dungeon-Versuche, die ich bis jetzt hatte. Also das ist wirklich relativ schade. Schauen wir mal kurz, also wenigstens ein vernünftiger Stein rausgekommen. 376. Ja. Also hier bringt mir das nichts. Aber ich glaube, mein Magier, ich habe das vorhin schon gecheckt, der ist ein bisschen schwach. Genau, da könnte er auf die 361, glaube ich, der Schwächste gerade. Weil ich natürlich über die Zeit habe ich den natürlich gut ausrüsten können. Also zumindest was die Steine angeht, sind die ganz gut. Benannt.
Aber das ist ja übel, wie viele Versuche das jetzt waren, bis ich hier ran darf. Und Level 214 bringt mir halt auch überhaupt nichts. Da kommt nur Quatsch raus. Aber jetzt haben wir ja Zeit. Können wir uns den bestmöglichen Quatsch suchen, um. Aber die kann man alle wegschmeißen. Das was auch schade ist, ne? Also, es macht einfach immer weniger Sinn, No Dungeon Chars zu spielen. Es ist wirklich nicht die schlauste Methode bei dem Spiel mittlerweile. Also haben wir auch alle geschafft, wen wundert's. Und 382, ihr seht, also das alles wirklich kompletter Müll. Zum Zerlegen bringt's auch fast nichts. Also ich habe ja vorher auch solche zerlegt, also Schande über mein Haupt. Der einzige Vorteil, den wir jetzt haben, dass er ab und zu mal eine vernünftige Rune rausgekommen ist, ja. Also, ich glaube aber, dass ich hier wirklich. Na gut, hier bin ich bei. Genau, hier ist der Vorteil, dass ich eben den Char zur Verfügung habe. Das hilft ein bisschen, ne? Sehr auf Eis. Also, der einzige, der keinen 60% hat, ist er hier mit seinem Feuerschaden. Ne? Und das ist das Gleiche, aber schaut einfach, seht ihr, klar, ist ein ganz anderes Level meines Gegners gewesen, deswegen sind hier habe ich 1220 und hier 840. Also, das ist halt alles Müll, ja. Leider. Und ja, auch vom Zerlegen her bringt es nicht wirklich, also die sind besser ein bisschen, ja. Widerstand gegen Feuer, also da. Okay. Hier habe ich noch Nachholbedarf, verstehe ich gerade. Verstehe. Dann fangen wir mal gleich mit der Kunigunde an. Ich weiß, na doch, das hat sie alles auf 15. Dann nehmen wir mal den Widerstand gegen alles hier. Weil, obwohl es schon wirklich sehr gut bei mir hier so läuft, genau, mit den Runen. Es ist nicht so, dass ich immer, also einfach mal, guck da hin, das ist Wahnsinn. Also ich bin hier schon bei den 6 Quadrakintillionen. Ja? Aber es ist nicht so, dass ich immer die bestmögliche Runenanzahl finde. Das könnt ihr total vergessen. Das ist leider gemein. Genau, und jetzt sind wir wieder in dem Spielchen. Jetzt mache ich wieder diesen Reset-Quatsch. Das ist echt. Ja, ist eigentlich auch ziemlich. Weiß ich nicht, ob ich das Dreamscape unbedingt hinschreiben soll. Fällt mir gerade ein. Aber manchmal spiele ich halt ganz gerne. So, jetzt haben wir hoffentlich dem Spiel wieder gesagt, hallo, ich hätte gerne einen Schlüssel. Wenn man Steine braucht, findet man Schlüssel. Ah, das ist fairer gewesen diesmal. Ja. Weil das ist wirklich auch wichtig rauszufinden, ob das unendlich teuer ist, das zu machen, oder ob das noch irgendwie funktioniert. Also ihr seht ja auch, levelmäßig hat mir der Licht-Dungeon was gebracht. Das bringt mir jetzt alles noch überhaupt nichts vom Level her. 403 bin ich geworden aus 402. Das ist ja eigentlich das Interessante jetzt an der Geschichte, was man hier rausholen kann. Genau, schon wieder durch und die Dinger sind nicht viel besser geworden. Was haben wir hier? 1602. Also, ja. Das ist alles nix. 425, ihr seht, also es ist einfach noch wirklich zu schlecht, also ich muss ja wirklich warten. Das Einzige, worauf ich halt jetzt achten kann, ob ich dieses Widerstand Ding hochfahren kann, und ich mag die lieber als die gegen alles. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass man bei diesen Sachen mit dem Widerstand eher das Max findet. Da habe ich aber richtig Glück gehabt, da sind richtig viele dabei hier. Und dann finde ich auch oftmals 75. Also so ist jetzt meine Erfahrung. Also seht ihr hier. Jetzt schauen wir mal kurz, was der Kunigunde hier noch fehlt. Also da fehlt vor allem Feuer hat sie schon. Ja, genau, das kann man dann auf jemand anderes verteilen. Blitz und was haben wir hier? Also wir haben jetzt zweimal Feuer auf 75%, auch interessant. Widerstand gegen Eis, Widerstand gegen Blitze. Nehmen wir mal Widerstand gegen Blitze und Eis. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier. Erfahrungsbonus braucht sie keinen. Das heißt, dann brauchen wir jetzt diese komischen Handschüchchen hier. Blub. Genau. Da war immerhin das schon. Und dann Erfahrungsbonus pro Abenteuer brauchen wir nicht. Machen wir das hier hin und dann nehmen wir diese komischen Handschuhe hier. Und dann haben wir noch Eis. Und jetzt schaut es schon ganz ordentlich aus. Also hier brauche ich ja nichts machen. Also die 2% bei Blitze, die
sind uninteressant, aber dafür ist es jetzt gut. Das ist auch der einzige, glaube ich, der einzige Vorteil, wenn man mit den Dungeons wartet, dass man dann ja relativ günstig Epics bekommt mit Runenbonus. Das ist so, ja, Feuer, 2x50, also das kann man ja natürlich auch schon gleich verteilen hier eigentlich, gell? Soll ich noch warten? Nee. Also mache ich es lieber doppelt. Also hier haben wir Feuer zum Beispiel. Dann, das ist auch noch ein Vorteil. Also man kann natürlich auch mit diesen geringen Dingern dann was austauschen, ausgleichen, weil ich brauche ja hier ganz viele Runen überhaupt nicht auf den Begleitern. Das ist auch ein Vorteil. Also bei den Lebensenergien muss ich aufpassen, weil die sind eigentlich alle auf. Hier haben wir Eis. Ich glaube, Eis ist nicht auf 100. Also jetzt kann ich den schon mal wieder wegschmeißen. Ja. Nochmal Feuer. Blitz. Habe ich irgendwo Blitz? Da ist Blitz. 69%, okay. Okay, dann machen wir das so. Das heißt, ich werde irgendwo, genau, Gegenstandequalität brauchen wir ja auch nicht. Das heißt, dann nehme ich mir die Schuchis hier. Und dann sind wir automatisch auch bei Blitz bei 75% angelangt. Ja. Genau, da können wir den auch weghauen. Ja, aber den haben wir noch. Und die können wir rein theoretisch. Ja gut, den können wir mal behalten als Notnagel, weil auch hier, wenn mir ein bisschen was fehlt, kann so ein Alles-Widerstand-Teil auch noch helfen. Okay, Goldbonus 46%, das brauche ich alles nicht. Erfahrung brauche ich nicht. Und Gegenstände, Qualität brauche ich auch nicht. Genau, das hat mein Main-Char ja schon alles. Ja. Und jetzt machen wir wieder den Reset-Dingenskirchen hier. genau. Josu hat schon drauf gewartet. Ja. Und ich habe auch die Aufnahme gestartet. Das ist eine gute Idee. Die Aufnahme zu starten. Genau, Reset wollte ich machen, ja. Das ist leider ein bisschen schade, ja. Das verhindert den Fluss. Ja. Ich habe ja auch versucht, mit der Firma zu schreiben. Also das war kurios. Die Antwort war vor allem genial. Gell? Ich habe gesagt, sie sollen bitte andere Bedingungen machen für die No-Dungeon-Chars, dass die eben in den Licht-Dungeons nicht schon einen bestimmten Vorsprung haben müssen, damit man immerhin die Unterwelt freischalten kann. Ja? Und dann hat er angefangen, mir was von Schatten-Dungeons zu erzählen. Also, nein, ich will die Unterwelt. Ja, Schatten-Dungeons sind mir egal. Hat aber nicht funktioniert. Ja. Also wäre doch in Ordnung, wenn man ab 300 praktisch, ja, statt eben unbedingt zum Turm durchballern zu müssen, wenn man ab Level 300 eben auch die Bedingung erfüllt, um in der Mine 10 den Schlüssel zu finden zum Beispiel. Aber warum auch nicht für die Schattenwelt? Als No Dungeon Char hätte ich ja sowieso hier nichts geklickt. Ja? Sehr logisch. Oder hat mir Holle irgendwas erzählt von wegen, oh, der Wirbelsturm, wenn es zu früh da ist oder so. Hast du überhaupt gelesen, was ich gemeint habe? Ja. Also ich werde es auch nochmal versuchen, nochmal zu schreiben, weil der Char hatte ja schon Dungeons gemacht. Übrigens die Schatten-Dungeons, die ich hier so gemacht habe, die habe ich alle so zur Liebe zu Mario gemacht. Mario dürfte sich ab und zu mal hier einen Dungeon aussuchen, den ich dann wegballere. Das war so unser Spiel. Kannst du einen aussuchen, weil ich natürlich auch überhaupt noch keinen hier hatte. So, jetzt schauen wir mal, was hier im Schnitt Keys kommen. Weil es ist echt. Und wenn jetzt die, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie teuer das wäre, wäre jetzt die Mine höher. Ja? Und je länger ich die No Dungeon Char spiele, desto lächerlicher ist es, dass ich mit einer Mine 10 rumlaufe. Das ist leider auch so eine Sache. Ja? Das ist echt teuer. Also das, wenn man dann schon 3000 Pilze braucht, um überhaupt die Dungeons aufzubekommen, ist das ein bisschen nerviger. Ja. Yippie, wer hätte gedacht, dass ich das gewinne hier? Ja. Jetzt muss ich mir aber auch langsam überlegen. Ach komm, nee, ist nicht wichtig. Also die Licht-Dungeons wären ja etwas easier gewesen. Aber wir sind immer noch, ihr seht ja, 258. Das bringt mir halt nichts. Es ist einfach. Aber bei den Runen, ne? Also gut, dass ich noch dran gedacht habe, weil bei solchen Sachen versage ich ganz gern mal. Weil geplant ist es nicht unbedingt, was ich jetzt hier mache. Also man sieht auch, genau, klar. Logisch. Das brauche ich alles nicht. Das bringt mir alles nichts. Dann schauen wir mal. Also das erstmal nach unten sortieren, weil das war der, den ich mehr gemerkt habe. Komm, packen wir den mal nach oben. Widerstand gegen alles 25. Ich behalte jetzt auch mal hier.
Oh, Feuer wieder, 75, auch interessant. 59 bringt mir jetzt auch nichts. Eis, okay. Dann Gegenstände 5 bringt mir nichts. Das bringt mir jetzt auch nichts. Zum Zerlegen auch noch nicht so toll. Erfahrungsbonus, neue Abenteuer. Natürlich, also ja, kann ich nur raten, das anders zu spielen, das Spiel. Es ist so nicht gedacht, wie ich das jetzt gerade mache. Nicht wirklich. Ah, oh, herrlich. Ja. Und bei meinem allerersten No Dungeon Video, das relativ erfolgreich war auf YouTube, ich glaube, da habe ich dann 300.000 Aufrufe gehabt. Ist halt leider, na, es ist wieder da, aber natürlich erfährt es nicht mehr die Aufmerksamkeit, die es damals gehabt hat, als es aktuell Spielstand war. Das hat mich deswegen so gefreut, weil ich weiß, dass die meisten Hate-Kommentare waren deswegen, weil der dicke, langhaarige, alte Sack, so waren die Kommentare ganz oft, sich so drüber gefreut hat, dass er den ersten Dungeon gecleared hat mit Level, ich weiß gar nicht, was ich da habe, ich glaube mit Level 150 oder so, genau. Damals war das noch was, aber bis 150 hast du relativ lang gespielt, ja. So, heute ist das ein ganz schlechtes erstes Wochenende. Und ja, hat ja natürlich einen Vorteil, du hast natürlich schon ein bisschen Toilette gehabt, also wenn damals Toilette überhaupt schon dran war, als ich das gemacht habe, und ja, natürlich auch geskillt dementsprechend, also hast ein bisschen Gold schon rein fließen lassen in den Charakter. Das ist jetzt halt gerade hier anders. Aber ich habe jetzt auch nochmal Eis hier nochmal. Okay. Ja. Die muss ich nachher wieder tauschen, aber ich gehe jetzt ein bisschen früher drauf und ich kann ja nicht garantieren, dass ich jetzt hier. Also, Feuer ist so richtig beliebt, würde ich sagen. Ja. Gucken wir mal hier, was der hat. Ne, erstmal nochmal schauen, was der noch hat. Also, der hat noch Eis, braucht er noch. Genau. Da haben wir Eis. Genau. Und bei wem setze ich, wo setze ich das rein? Blitze, okay, Blitze ist gedoppelt, da braucht er nichts. Feuer, genau, also eigentlich ist der super, hier ist Eis. Und das können wir auch doppeln, dann haben wir nämlich eigentlich auch fertig. Ja. Da muss ich immer nur, ja. Ist die Frage, ob sich das dann lohnt, Runen zu tauschen, wenn ich was Besseres finde, aber wahrscheinlich mache ich es einfach. Mal gucken. Also das könnte auch teuer werden am heutigen Abend sozusagen oder der heutigen Nacht, wenn ich ständig Runen tauschen muss. Aber ihr seht, der ist auch fertig. Der nächste wäre halt er und er hat auch gerade mal erst Feuer. Und Feuer habe ich, glaube ich, ja auch noch ein 75. Genau. Ist auch die Frage, ob das jetzt so. Aber das, den können wir dann ruhig mal den hier tauschen. Dann haben wir das Problem schon erledigt. Ich glaube, das war der Gürtel, genau. So. Jetzt wird es langsam. Und dann können wir das natürlich auch gleich mal raustun. Und hier auch. Den behalten wir uns nochmal. So, vorsichtshalber. Aber ihr merkt schon, also eigentlich ist es jetzt schon nicht mehr wichtig. Jetzt haben wir noch zweimal Feuer. Aber Feuer brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Weil der hat den 75er. Kann es sein, dass der hier keinen 75er hat? Doch, der hat auch einen 75er. Also Feuer ist. Mit Feuer bin ich durch. Ja, genau. Der hat auch 75. Also, tut mir leid. Da sind wir durch mit Feuer. Weil ich habe ja auch alles. Ja. Das war auch so ein. Das wusste ich auch erstmal nicht. Das glaube ich, habe es aus meinen Kommentaren dann gelesen, dass man eben nicht noch Widerstand gegen alles und die Einzelwiderstände tragen kann, weil du kannst nur 75% gegen eine bestimmte Geschichte immun oder Widerstand haben. Genau, also deswegen macht es keinen Sinn, das doppelt gemoppelt zu machen, und dadurch ist eigentlich so ein Char, so wie er jetzt hier steht, ja, ideal aufgebaut. Ja. Ich habe halt, wie gesagt, die Widerstand gegen alles seltener gefunden als die Max Widerstand gegen die einzelnen Elemente. Ja, genau, und wie gesagt, der ist, da ist alles super. Was ich überhaupt noch nicht gemacht habe, also das ist jetzt auch nicht das, ich habe ja zum Beispiel noch keinen einzigen Durchlauf gemacht, ja, also mich langweilen die Dinge auch so ein bisschen. Auf dem Cheetah habe ich allerdings schon jetzt meinen zweiten Durchlauf, bin ich glaube ich kurz vorm Ende oder so. Aber diese 48 Pilze nerven mich halt auch immer dramatisch, egal. Also jetzt wieder Reset, genau, wir haben ja wieder einen durchgeschafft. Und natürlich bringen die vom Level her noch überhaupt nichts, ja.
Das ist sozusagen gar nicht nichts. Also man sieht ja auch, jetzt bin ich schon Ende 403, also immerhin, gell? Also, dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Also je früher, ja genau, zumindest kriegt man mal einen guten Stein. Ah, das ist relativ früh. Also, wenn die wenigstens gleich kommen würden, also ich bin ein bisschen irritiert. Also der erste, der hat richtig lang gedauert und danach ging es schneller. Jetzt weiß ich auch nicht. Weil da geht es wirklich um die No-Dungeon-Chars, ob ich mich trauen kann, die Mine hochzuziehen und dann diese Skipperei mache. Aber wie ich die Firma kenne, wird es, je mehr Pilze es, kostet, desto länger dauert es, die Keys zu finden. Ich sag's euch. Ich habe das so im Gefühl. Ja. Ja. Ist auch schade, dass sie halt auf diese grenzwertige Spielerei, auf diese wirklichen, diesen, ja, Quatsch der Spieler leider wenig Rücksicht nehmen. Genau, hier haben wir noch was gefunden, 376. Sollen wir nochmal schnell schauen. Also ich glaube, hier gibt es einen 362er, genau, das ist, glaube ich, der schlechteste. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Aber das ist, ja, ich vertraue mir jetzt einfach, schmeiß den jetzt mal hier rein. Dann schauen wir mal. Lebensenergie 15 nehme ich auch zum Beispiel. Widerstand gegen Eis, aber eigentlich bin ich jetzt schon durch. Also kriege ich auch recht selten, ne? Erfahrungsbonus 10, na gut, den braucht wirklich niemand. Wieder gegen Feuer. Schaut mal an, ne? Also die sind aber alle Max mittlerweile. Ja. Bisschen aufpassen muss ich, dass Widerstand gegen Eis. Was sind wir hier? Also hier sind wir komplett durch. Achso, ja genau, er könnte da was brauchen. Gegen Eis. Was sind wir hier? Feuer. Feuer brauchen wir nicht. Mehr, aber hier Eis. 72, 74, okay. Habe ich noch gar nicht fertig gemacht von vorher wahrscheinlich. Habe ich mich verplappert. Erfahrung brauchen wir nicht. Gold brauchen wir nicht. Lebensenergie. Was bringt denn überhaupt das zum Zerstören gerade, das Zeug? Ja, auch noch nicht so toll. Ne? Der bringt zum Beispiel relativ viel. Immerhin 1400. Behalte ich mir mal. Vielleicht ist das ja eine gute Sache. Genau, Lebensenergie. Also die sind alle auf 15%. Aber natürlich nicht mit den bestmöglichen Dingern hier. Ja? Also die Frage, ob ich... weil ich finde wirklich sehr selten 15%. Das hat auch bei meinem Main-Char relativ lange gedauert. Und jetzt ist die Frage, ob ich halt einfach nicht... Komm, das machen wir jetzt einfach mal schnell. Dem einfach einen 14er gönne. Welche waren das denn? Der zum Beispiel. Das war der hier. Genau, dann können wir den mal schon mal weghauen. Dass die immer safe sind, weil ich möchte jetzt keine Runen tauschen müssen wegen 3%. Ja? Also insofern können wir das mal machen. Schauen wir mal kurz. Oh, der hat Lebensenergie, 15%. Das ist schon mal gut. Also das ist gut zu wissen. Schauen wir mal, was... Im Prinzip geht es dann ja nur noch um ihn. Genau. Er hat 7 hier. Also dann tauschen wir den Zweier hier aus. Und gehen auf den... den Schuh hier. Bop. Genau, dann können wir den auch wegschmeißen. Und den habe ich mir mal aufgehoben, weil der immerhin bringt der 1422 Splitter. Also mal schauen, ob das was bringt. Genau, dann sind wir hier auch schon wieder durch. Also machen wir wieder den Starter, ja. Oh Mann, und das dauert auch alles so lange. Das Video läuft schon wieder 33 Minuten. Das ist auch wieder typisch, dass ich genau bei 33 Minuten auch hinschaue. Ja, der... Echt, einer hat es gesagt. Ich habe mir aber vorgenommen, heute über nichts anderes zu reden als über das Spiel. Mal schauen, ob ich das schaffe. Also, nicht über zeitkritische Themen, sage ich mal so. Heute nicht. An Weihnachten lasse ich euch da mal in Ruhe. Genau, jetzt haben wir ja neu gestartet und jetzt müssen wir hier wieder Mine machen. Bob, schauen wir mal. Ja, genau. Die Steine braucht man unbedingt. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist super wichtig. Ja. Geh halt her. Ich habe eine neue Maus, weil meine alte Maus hat zwar so ein, es scheint ein Logitech-Fehler zu sein. Logitech-Fehler. Oh, das ist ja. Da ist er. Dass man dann Doppelklicks generiert. Und das war dann irgendwann so krass, dass ich mich echt schon nicht mehr getraut habe, irgendwas zu schließen, wenn es Vollbild war, weil ich dann das Fenster dahinter auch immer geschlossen habe. Und dann habe ich gesagt, komm, hör auf. Und jetzt ist die, reagiert die aber etwas anders. Ja? Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Also deswegen will ich da noch ein bisschen
Grobmotoriker sozusagen. 389, das ist aber ganz schick. Also das sind ja schon Sachen, die ich hier brauchen kann. Das mache ich auch. 379 war der schlechteste, den ich jetzt gefunden habe. Genau, dann kriegt ihr. Habe ich irgendeinen, der. Ah ja, genau, der. Den werde ich ja wahrscheinlich auch behalten. Dann packen wir den mal hier hin. Genau. Sehr, sehr schön. Dann machen wir hier weiter. Also noch ist alles hier One-Touch sozusagen, wenn man es über Fußball bezieht. Oh, herrlich. Da kann man sich eigentlich auch schon die Runen gleich anschauen. Ne? Aber wie gesagt, also runemäßig bin ich ja jetzt gleich auch schon... Oh, jetzt bin ich hier schon wieder voll. Was haben wir hier? 1809. Schauen wir mal kurz. Was meinen wir? Na, was noch? Das ist ein doppelhändige Waffe, die braucht auch kein Mensch. Aber ich komme schon langsam in den Bereich, wo es mehr Sinn machen würde, ja, auszurüsten. Also die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mal, die Dinger, ja. Also wir sind... Was ist denn mit dem Kerl los? Ich dachte, ich habe Eis getauscht. Nee, ich habe Eis bloß vorbereitet zu tauschen, oder? So ist es. Es ist einfach... Es wartet die ganze Zeit hier, aber es hat doch gar nichts gemacht. Blitz und... ja, wie gesagt, Widerstand gegen alles. Gebe ich jetzt mal auf. Die Sachen brauche ich einfach nicht mehr. Nochmal Eis. Eis auf 72 braucht auch kein Mensch. Also, weil das ist ja der letzte, den ich dann noch brauche. Hier. Blitz. Also wenn ich was 75 finde, dann schaue ich mir nochmal das genauer an. Ansonsten haue ich das weg. Andererseits könnte ich auch einfach jetzt hier den Blitz 70 benutzen. Aber komm, ich werde doch nun... wer weiß. Bei dem Spiel weiß man nie. Weiß man nie. Weiß man einfach nie. Ob ich jetzt wegen diesen 2% hier... Aber dann ist es, glaube ich, sinnvoller, hier wirklich ein Alle-Attribute-Ding hinzupacken. Wo war es denn? Das nicht. Nicht die. Genau, gegen alles. Aber ich habe, glaube ich, auch irgendwann 25% gegen alles. Genau. Weil dann sind wir hier bei Max. Genau, dann habe ich das Thema schon mal los. Ja. Und dann sind wir wirklich mit diesen Alle-Attributen-Dingern jetzt mal fertig. Die haben wir jetzt ist auch noch ein 75. Ah, jetzt haben wir doch schon 2 gefunden. Also jetzt hätten wir wirklich 3 gehabt. Ja? Auch nicht schlecht. Aber egal. Hier ist der 4. Okay, egal. Da machen wir jetzt noch schnell den Magier hier fertig. Hier Qualität zum Beispiel. Und Eis 74, glaube ich, jetzt echt das Beste, was ich jetzt gefunden habe. Ist aber, glaube ich, auch nur für bestimmte Dungeons wichtig, ja? Also, keinen Schimmer, ja. Weil wenn sie sowas einbauen, dann müsste es eigentlich auf alle Dungeons wirken, aber dann hätten sie das Spiel ja verändert. Also dann, genau, hier haben wir noch, ja, ist eigentlich dieses Eisding. 74 ist noch das Beste, komm, wir machen es einfach. Das Problem ist halt, dass ich, was ist der komische Handschuh, ja, oder Schuh, genau. Dann sind wir immer hier schon bei Eis und dann brauchen wir noch Blitzi. So einen 25%igen können wir auch noch draufhauen. Lebensenergie. Goldbonus braucht er auch nicht. Auch wenn es ein schöner 23. Aber wenn dann schon die 25%igen hier, zum Beispiel den hier. Genau, dann sind wir immerhin schon hier bei 25 bei Blitz. Und wenn dann ein Blitz kommt, dann kriegt er den einfach. Ja. Da, hier haben wir ja schon einen. Genau, dann sind wir aber wirklich fertig mit dem Quatsch. 14, Feuer, Lebens 14, also Doppel 14 hat der, ich verstehe. Ja. Den brauchen wir auch nicht. Jetzt habe ich es mir nicht gemerkt, wie er ausschaut. Blitz 70, bumm. So, und dann sind wir auch fertig. Und dann können wir eigentlich diesen Quatsch jetzt aufhören. Ja. So langsam bringen die aber was zum Zerbasteln. Also wenn hier so ein schöner 1300er Achter hier ist oder 1237, das bringt schon was. Da halte ich mir jetzt mal einfach wegen dem Zerstören hier. 1050 auch, das brauchen wir nicht. Na ja, komm, aber über 1200 behalte ich mir mal einfach. Oh, 1600 seht ihr. 1200. 1400, verstehe.
machen wir 1400. Dann können wir eigentlich die ab 1200 auch schon wegschmeißen. Weil mir die 1400er hier besser gefallen. Und da waren 1600 dabei. Und hier können wir den auf jeden Fall weghauen. 1300. Nehmen wir den auch nochmal. Und die können wir alle in die Kiste hauen. Der ist auch ein bisschen mehr als der. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir halt dann nicht den Zeitpunkt verpassen, wo es auch wenn man Equipment gibt, das brauchbar ist. Ja? 506. Ja. Also, da können wir mal schauen. 615, also es dauert noch. Noch dauert's. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Gegenstand 5. Ja. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ja. Schlecht. Und jetzt sind wir wieder im Neustart-Dingens. Also, ich glaube, bei den No-Dungeon-Chars muss ich schneller machen, weil sonst dauert das ewig. Das sind schon 40 Minuten. Das ist richtig Arbeit. Das sollte eigentlich nur Spaß machen. Und dann ist es Arbeit. Was für ein Schwachsinn. Egal. Wir ziehen es jetzt durch. Ich muss nur einmal machen bei dem Char. Alles, was jetzt kommt, muss ich nur einmal machen. Das ist schon mal gut. Ja. Ah! Also, ja, so langsam kriege ich wieder Vertrauen zu den frühen Schlüsseln, sag ich jetzt einfach mal. Aber was für Quatsch da rauskommt. Die X-Blechen, ja. Halt, hier sind wir. Da. Was haben wir hier? 312 ist der Gegner. Immerhin. 314. Ja gut, am Anfang, ihr wisst es ja, da gehen die Dungeons ja auch irgendwann mal durcheinander, ne? Yippie! 405! Ich bin ein High-Level-Char, hol mich hier raus. Und last but not least, genau. Ja, stehen halt zu wenig schöne Sachen hier. Also die müssten eigentlich alle dastehen. Also hier habe ich ja abgespeichert, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Also die sind ja alle schon durch, also... Wäre irgendwas wichtig hier zu behalten, wäre schon längst weg. Also die Lichtdungeon zum Beispiel. Aber da habe ich vorher schon mal gedacht, ach komm, ist überhaupt nicht wichtig. Ja. Habt ihr schon 5000 Mal gesehen. Und die sind auch nicht die grenzwertigen. Also ich habe ja erstmal die ersten probiert. Und ihr seht ja auch, ihr habt ja gesehen, dass bei dem Char noch relativ viel Potenzial ist, ausgetauscht zu werden. Hier haben wir doch einiges Equipment. Ja, so schlimm ist es gar nicht mehr. Also hier ist noch schlimm. Ja, alle Attribute-Dinger machen natürlich überhaupt gar keinen großen Sinn mehr. Schauen wir mal kurz, ob es hier gab es einen 1600 oder ist gut. Dann kann man aber auch den 1300er, glaube ich, langsam auch kicken. Aber es geht mir echt um Splitter, weil die normalen Sachen habe ich eher viel gefunden. Und um Widerstand gegen irgendwas geht es mir jetzt nicht mehr. Gut, der war 75%, hätte man behalten können, aber... Genau. Da kümmern wir uns später drum. Das grundsätzlich passt ja. Genau, jetzt haben wir den auch wieder durch. Sollen wir wieder ja, resetten. Alter, das ist Arbeit. Hätte das gedacht. Das habe ich gar nicht gut vorbereitet. Ja, hätte ich ja Verpflegung gebraucht. Ups, das war. Oh, genau, die Stadtwache wollte ich checken. Ah, das ist noch eine Minute. Noch eine Minute. Warum zeigt er mir das da oben eigentlich nicht an? Habe ich irgendwas verstellt. Aber egal. Habe ja gut drauf aufgepasst. Hier sind es auch noch 4 Minuten. Also die sind sehr ähnlich getaktet. Von daher passt es. Genau. Dann gehen wir wieder hier hin und versuchen wieder einen Schlüssel zu finden. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Halt, falsche Abteilung. Hier sind wir, aber ich wollte doch dennoch, stimmt schon, die Sachen weiterhauen und dann sind wir immerhin hier schon. Bob. Und es ist, schauen wir uns einfach mal an, das macht echt alles noch mein Bärt so schlecht auch ausgerüstet ist. Also insofern sind die Kämpfe auch nicht besonders interessant, ja. Das juckt den gleich gar nicht. Das ist einfach.
Herrlich. Ja, also wäre interessante Spielidee, oder? Gleich am Anfang den 400 am Start zu haben. 406! Woohoo! Und so langsam bringen die zumindest ordentlich Level. Aber Bertram erlegt euch alles. Oh, mein Spiegelbild. Das könnte ja noch einigermaßen interessant sein. So. Komm, überspringen wir den. Ja, auch geschafft. So, dann schauen wir wieder hier. Also es hat genau gepasst. 1000 weg. 1300 weg. 1600 ist interessant. 1035 weg. 1130. Naja, immerhin. Also es ist natürlich immer noch zu schlecht, aber es geht schon mal in die Nähe. Ja? Also bei einer Waffe könnte ich noch 60% brauchen. Ja. Fällt mir gerade ein. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Auf den Wiederverkaufswert hier. Auf den Verwertungswert. Pass mal auf, 1600 ist natürlich schön. 1687. 1604, 1616. 1700, das ist eigentlich das Schönste. Und die 1400 da kann man dann auch schon wieder einfach gleich wegschmeißen. Genau. Würdet ihr noch Runen brauchen, wäre das auch eine gute Idee. Also zumindest das bei den No Dungeon Charles würde es was helfen. Bei den anderen No Dungeon Charles brauche ich tatsächlich noch alles, weil ich bin da noch nicht so weit, dass ich die durchgeballert hätte. Ja? Also die müsst ihr da mal Epic Event spielen und dann gucken, was ich für Runen bekomme. Da habe ich mir echt gedacht, das macht eigentlich mehr Sinn, also wenn man dann schon ein Epic nach dem anderen bekommt, dann macht schon Sinn, das dann nicht extra als ein Epic Event zu spielen. Ja? Weil ihr seht ja, also das funktioniert dann ja zumindest gleich. Also zumindest habe ich einen vernünftigen Stein bekommen. Wuhu! Das ist schon mal ganz gut. So, 393. Okay, das ist jetzt hier einer für meine Waffe. Dann wieder hier. Und zack. Halt. Warum war die Maus denn auf einmal da? Weiß man nicht. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal wieder eine Kabelmaus. Weil, gut, die andere hat auch relativ lang gehalten. Aber ich habe wirklich gemerkt, also dass es auch an der Maus lag, dass einiges nicht so gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte bei einigen Spielen. Ja, also. So, jetzt haben wir das auch wieder alles gemacht. Ist eigentlich gerade ideal auch vom, jetzt seht ihr mal, 1100, 500, 2000. Packt man den mal in die ersten Reihe. 1604 ist, glaube ich, wenig. Genau. 1700. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass... was 1000, genau. Schmeißen wir die immer alle weg. Wo sind wir denn grundsätzlich gelandet? Immer noch bei 494. Ja. 559. Das ist aber schon so... So langsam geht es in die richtige Richtung. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja. Also alle Attribute kann ich sowieso mal kicken. Und 494 war auch nicht. Aber so 569 und sowas, 570. Also weil, ist ja die Frage, ob ich dann wirklich so gutes Equipment finde. Also das ist eher die Zerstörungsabteilung hier. Können wir ein bisschen sortieren hier. Genau. Ja, die sind nämlich gar nicht so schlecht, die Sachen. Also, weil ich bekomme jetzt auch nicht 1 Milliarde. Gute Frage. Also, natürlich nicht für meinen Main-Char, aber jetzt einfach nur, um es euch zu zeigen, warum ich gerade überlege hier. Das ist ja doch ein bisschen besser jetzt hier. Ja, jetzt habe ich ein 15% Lebensding bekommen hier. Aber der hat aber auch schon einen. Oh, dann muss ich hier Runen tauschen. Das ist so teuer, Rune zu tauschen.
Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Aber ich glaube, ich sollte mir jetzt schon so die höheren 500, weil, ja, ihr seht ja, also die sind wirklich, na gut, da gibt es 571, 515, 527, 580. Ja, so schlimm ist das Mädel gar nicht ausgerüstet. Und hier 574, 431 alle. Ach du Scheibenkleister. Ja, aber es ist auch schon zum Teil über 500. Also es hat sich wahrscheinlich in der Zeit gar nicht anders lösen lassen, dass es doch besser geworden ist, das Zeug hier. Ja, 512. Und das ist so einer. Auf den habe ich gewartet. 52 alle Erdgrote. Ja, also, wenn Bertram nicht eh so unwichtig wäre, wäre es echt dramatisch, sage ich jetzt einfach mal so. Jetzt ist, was ein bisschen schade ist, dass ich jetzt dann im Fluss bei den Dungeons unterbrochen werde, aber so ist es halt. Holy moly. Ja. Leider kann man die Attributsachen nicht tauschen. So, jetzt wollen wir genau die Stadtwache mal erneuern hier. Was käme denn eigentlich heute? Ja, wollte ich mal kurz gucken, was wollen wir hier machen? Ja, genau, also den Quatsch. Das können wir auch mal gleich mal live hier machen, weil das ist einfach. Ich gehe dann immer irgendwo zu 1000. So. Dann suche ich mir irgendwo. Genau, die richtige Gilde aus. Jetzt einmal mal. Und dann gibt's Aua. Oh, herrlich. Ja. Genau, und dann haben wir den auch bekommen. Upp. Aber immerhin, also dafür, dass die recht relativ schlecht waren zum Leveln, hat das ganz gut funktioniert. Habe ich jetzt schon geresettet? Ich bin mir nicht sicher. Ich mach's nochmal. Aber diese Keysucherei, also vielleicht kann es ja jemand zusammenzählen, was mich das alleine an dieser Skipperei gekostet hat. Das ist so eine Frage, ja. So. Also mein frühes Weihnachtsgeschenk war sozusagen die neue Maus, an die ich mich auch immer mehr gewöhne, aber ab und zu ist noch gewöhnungsbedürftig. Alter. Also, weiß ja nicht, wenn du dann, genau, jetzt geht der Schwachsinn los. Also brauche ich alles nicht. Ist alles Gold. Also Gold seht ihr ja, also ich bin grundsätzlich ein Goldhorter. Ich mag das einfach flexibel zu sein. Ja. Auch wenn dann man in der Arena ein bisschen mehr Gold verliert, aber das ist mir relativ Wuppe. Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Nee. Nee, das ist tatsächlich nicht offen. Das ist jetzt, bis jetzt könnte fast der teuerste Durchlauf sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ihr überlegt, dass ich ja, bei den neuen Dungeons wegen diesen 48 Pilzen schon ein bisschen knickig bin, dann wisst ihr, wie sehr das wehtut. So. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier Level 372. Also das geht auch schon so langsam in die Richtung. Also deswegen werde ich mir werde ich jetzt doch das Equipment mal anschauen und meine Chars verbessern. Ich glaube, jetzt bin ich eh schon voll. Ja, fast. Also alle Attribute mag ich nicht. Schauen wir mal hier. Das ist der Hirtenstab. Das ist für den Kerl. 2160, okay. Den brauchen wir auch noch nicht. Ja. 3000, ist ja ein Doppelding. Da muss man auch nicht drauf achten. 1905. Aber das ist jetzt zum Beispiel so fast schon was, wo ich anfangen muss auszutauschen. Und was haben wir hier? Widerstand gegen Eis. Das ist echt schade, ja. Das ist echt schade. Eigentlich, ja. Aber ich bin jetzt da einfach konsequent. War denn der Blitzding? Den Blitz habe ich hier doppelt. Dann nehme ich mir aber, der ist 574, der ist nicht schlecht. Vielleicht muss ich den nicht austauschen. Dann nehme ich mir den auch wieder zurück hier.
Genau, und dann holen wir den Stein, packen den hier rein. Ja. Also, 576, was ist das hier für eine Klasse? Kampfmagier, genau. Ah, das mit Runen und so. 580, ihr seht schon. Ach, jetzt habe ich den genau da drauf. Das ist doch ein Schwachsinn, warum schaue ich denn nicht nach? Gut, der Rüstwert ist nicht so toll, also dann würde ich den jetzt wirklich auf den jetzt verzichten. 1614, jetzt haben wir hier schon bessere Sachen. Ich glaube, jetzt fange ich auch an, die ein bisschen zu zerballern gleich. Also um die paar Punktpünktchen geht es mir jetzt nicht. Also da muss schon mehr rausspringen, um da jetzt hier. Widerstand gegen Eis 75 ist auch nicht schlecht. Hier haben wir wieder Lebensenergie 15. Also. Das ist. Ja, Rüstwert ist gut, ja. Der Rüstwert ist gut. Aber das ist jetzt nur beim Begleiter, das ist auch nicht so wichtig. Also haben wir den auch weg. Gucken wir mal weiter. Genau, also hier ist das sinnvoll. Lebensenergie. Und dann packe ich mir gleich die 15er hier drauf, wenn ich den benutze. Genau. Dann tauschen wir mit dem der hässlichen Figur hier. Wupp. Zweier ja Lebensenergie hier, genau. Hol mir den Stein zurück. Plumpf die. Pack das hier rein. Und bumm. Genau, also da werden die auch so langsam besser. Ist jetzt, ich habe jetzt auch nicht den Fokus auf den Begleitern, aber so, wenn man schon jetzt so ein Equipment findet, das man eigentlich mittlerweile schon benutzen kann, dann passt das schon. Was haben wir jetzt hier? Kampfmagier. Der hat 589, das ist gut. Das ist sowieso vom Rüstwert ist der schrecklich. Und was haben wir dann sonst noch hier? 559 gegen 512 Lebensenergie. Ah, Rüstwerk gefällt mir auch nicht. Komm. Was habe ich dann jetzt hier? Geschick. Das wäre jetzt für das Mädel. Wenn ich jetzt den hier hinpacke, bin ich dann noch auf 75 alles? Nee, dann habe ich genau diesen 25er-Effekt verpasst. Aber da, also Schmuck kann ich eigentlich noch finden. Ach, was soll's. Wir sind einfach eh jetzt, wirklich Runentausch hier. Halt nicht mit dem. Mit dem hier. Und Steingewinnung. Habe ich das alles richtig gemacht? Ja, der Eis 75%, das ist ein bisschen schade, gell? Komm, ich gebe dem. Also, nichts falsch gemacht. Dann muss ich dann nämlich das nächste Mal nicht mehr auf diesen Quatsch da reagieren. Ja. Es ist kompliziert. Es ist so kompliziert. Und sobald ich Waffen austausche, muss ich halt immer daran denken, also kann ich mal kurz im Zauberladen schauen, ob schon irgendwas passiert ist. Geh halt rauf. Alter. Na gut, das darf sich verändern. Okay. Hauptsache in den Waffen und im Handschuh verändert sich nichts. So, dann machen wir mal den Rest hier. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Schauen wir, was wir alles hier bekommen. 409! Und, wie gesagt, so langsam lohnt sich das Equipment halt. Das ist alle Attribute-Sachen vielleicht nicht. Aber ihr seht, 590, das ist schon ganz schick fürs Mädel. Genau, und hier hat es ja eh Quatsch. Ja gut, der Rüstwert ist natürlich besser. Epic ist egal. Hey, wow, das lohnt sich jetzt mal richtig, weil da muss ich jetzt echt nicht überlegen, sondern einfach nur austauschen. Jetzt haben wir hier Intelligenz. Aber mit Rune, schauen wir mal. Alle Attribute gefällt mir eh nicht. Wie sind das eigentlich? Rutscht er dann runter? Ah, er hat noch seine 5%. Also ist das auch egal. Machen wir das mal. Und Peng, genau. Was haben wir hier? Krieger. Ah gut, den haben wir, glaube ich, gerade mal vorher. Ne, haben wir noch nicht ausgetauscht. Aber, ja, Rüstwerk gefällt mir auch nicht. Das hier ist Kundschafter. Da war sie doch schon. Kundschafter, und das ist.
schon besser, aber da muss ich wieder die Rune tauschen. Und so viel besser ist auch nicht. Aber der Rüstwert ist schon besser. Ja, komm, egal. Zumindest haben wir einen Sockel. So. Den kann man sich ganz leicht merken. Ja, Blitze. Genau, hier sind wir. Alles in Ordnung hier. Steingewinnung. Blumpf. Und den hier rein. Genau, bei dem haben wir gesagt, lohnt sich vielleicht nicht wirklich. Weil, ja gut, Rüstwert ist ein bisschen besser. Muss ich denn die Rune auch wieder tauschen? Behalten wir mal und gucken wir uns mal an. Also, dann haben wir hier, ja gut, der Handschuh ist. Hat halt auch keinen schönen Rüstwert, gell? Ich behalte ihn auch mal. Weil jetzt könnte es langsam dünn werden auch. Jetzt fahren wir hier nochmal hoch. Alter Schwede. Was ist das für eine Arbeit, ja? Man könnte es wahrscheinlich auch in der Hälfte der Zeit spielen. Aber dann macht es keinen Spaß. Dann ist es noch mehr Arbeit. Genau. Dann gucken wir mal. Also mal schauen. Irgendwann sollten die dann auch automatisch offen sein. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist gemein. Gut, dass man in der Unterwelt nicht irgendwas finden kann, was einem im allgemeinen Spiel was bringt. Alter. Jawoll. Neuer Schlüssel. Und das ist ja eigentlich fast schon der letzte Dungeon. Rechne ich jetzt damit. Also, klar. Hier, Osteros, wir sollten eigentlich auch noch finden. Ne? Eieiei. 13. Stock, näher der auch noch. Dann mal den Quatsch hier rausschmeißen. Brauche ich leider alle nicht. Ja, was mir auch nicht gefällt, ist, dass der Handschuh keinen Sockel hat. Seht, es ist immer noch mein Bärtram. Das ist doch verrückt. Was ist das für ein Viech? Und, ihr habt auch gesehen, ich habe noch keine Waffe gefunden. Waffen ist aber nicht so schlimm. Die kann man auch im Epic-Event finden. Haben wir auch Epic-Event und dann umtauschen. Also sollte ich jetzt da hinten raus irgendwelche grenzwertigen Probleme bekommen. Aber im Prinzip ist es die Bertram-Ego-Show, die hier läuft. Alter, aber 400. Also jetzt finde ich definitiv Equipment 404, das ich wirklich brauchen kann. Alter, ist der Bertram, ist echt ein Prügelknabe. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ist das ein Viech. Das ist scheiße. Ja. An den erinnere ich mich noch. Da gab es eine Session. Gibt es auch ein Video. Mann, haben wir am Führerhaufen ewig gebraucht. Und das hat dann, glaube ich, gar nicht geklappt. Da war dann der Spieler persönlich auch noch am Führerhaufen unterwegs. So. Jetzt. Jetzt wird es interessant. Genau. Jetzt wird es interessant. Mit Geschick. Jetzt ist verbessert mich das sogar schon, ne? Das Zeug. Alle Attribute. Also das brauche ich gar nicht und das können wir auch mal, was mir vorher eingefallen ist. Was bringt das zerlegungstechnisch? Ah, ist doch ganz okay. Gegenstand. Ist ja ein aktuelles Epic, genau. Das überlege ich mir vielleicht zu verwenden für mich selbst. Oder soll ich ganz konsequent sein? Aber ihr wisst ja, dass genau das Teil hier vorhin gerade ausgewässert worden ist. Das ist doch so. Ah! Das ist ja der Ring. Dann passt's. Auch Geschick. Gut, dann kann ich den wegkloppen. Alle Attribute mag ich auch nicht. Machen wir es erstmal so. Machen wir erstmal alle Attribute raus. Was haben wir dann hier? Int. Das ist aber hübsch, das Ding, glaube ich. Das wird ihm gefallen, mein Bertram, weil er läuft schon die ganze Zeit mit so einem Quatsch rum. Mal kurz mal gucken, was hier passiert. Ja, das muss ich auf jeden Fall wieder zurücktauschen. Halt. Nee. Machen wir das gleich. Runen tauschen. Halt. Nicht diese. Nicht diese. Dieser. No. Sockel hinzufügen. Eieiei.
und Steingewinnung. Ja. So, ist der auch schon mal glücklich wieder? Ja, das schaut schon mal ganz ordentlich aus, das Ding. Hier auch, hier wird er sich auch freuen. Schauen wir mal kurz, ob vielleicht hier... Ah, wir sind immer noch bei 15%. Ja, das ist das Gute, dass ich hier einen 14er reingeballert habe. Wenn wir einen 15er finden... Aber das kann ja gar nicht sein. Achso, es sind zwei 14er da. Okay, alles klar. Brauchen wir Runen tauschen? Muss ich ja gar nicht. Nee, muss ich nicht. Steingewinnung, zack, bumm, rein damit. Peng. Okay. Also alle Attribute will ich nicht, habe ich gesagt. Und im Schmuck gleich dreimal nicht. Das ist Geschick. Handschuh, 2400. 599. Gefällt mir nicht. Also da finde ich 580 immer noch gut und der Rüstwert ist besser. Also kann man sich von dem Ding auch verabschieden. Und ja. 1900, das gefällt mir auch besser zum Zerstören. Aber es sind noch, naja, es ist dann Handschuh. Wie war der Rüstwert? Ich habe nicht aufgepasst. 557. Oh, das ist der, den habe ich ja, genau, mir vorher gemerkt. Stärke, Ausdauer beim dem Kerl hier. Ja, nee, den haue ich jetzt auch weg. Und der Rüstwert ist immer noch schlecht. Aber wie schlecht ist jetzt wirklich dieser Handschuh? Das sind schon ein paar Pünktchen, ne? Aber das ist... Ich behalte ihn nochmal. Ja, genau. Also, wieder Bertram-Show. Es ist einfach so. Aber, das ist jetzt Eisschaden 60. Ich mag Eis. 2300, schaut hin. Jetzt kommt was. Jetzt kann man das wirklich austauschen, das Ding. Und ich muss mir gar keine Gedanken drüber machen, weil... Aber Feuerschaden 60% zu verlieren, mag ich auch nicht. Wo war der? Der hat, glaube ich... Jetzt weiß ich nicht, welchen ich ihn angelegt habe. Verdammte... Ich schaue einfach gleich aus. Also der Eisschaden ist angelegt und der Feuerschaden liegt hier rum. Genau. Ach, herrlich. Genau. Dann nehmen wir den hier. Oh, dann haben wir nämlich hier diese 60% ins gerettet. Die kommen nicht häufig. Das ist bei den Waffen, obwohl ich schon so drüber bin über diese Max-Werte, kommen die einfach zu selten. Habe ich jetzt eigentlich hier... Ne, habe ich natürlich nicht. Ja. Vorher noch zurechtgelegt und jetzt voll versagt. Chile. Chile ist auch wichtig. Genau. Dann holen wir uns mal den Stein hier. Wupp. Und hier... Sockel hinzufügen und schon, obwohl er überhaupt noch nichts machen kann. Das ist das nächste. So, dann Klump. Alle Attribute, Gemeinheit. Ja. Aber ihr seht, also 522, also das ist schon ziemlich fett. So, jetzt wieder resetten. Ich wollte doch nicht so ein langes Video machen. Ich lese ja auch jeden Tag vor, das wissen ja vielleicht einige, einige finden es auch gar nicht gut, was ich da mache. Und wenn ich so viel rede, dann merke ich, kann ich schlechter vorlesen. Ne? Das ist auch nicht so toll. So, jetzt aber gucken wir wieder, ob wir hier... Und müssen wir das auch wieder machen? Ich habe ja die heimliche Hoffnung, dass es einfach mal offen ist. Aber es ist so nicht. Scheibenkleister. Das ist wirklich teuer. Aber ich muss es dann das letzte Mal machen. Es wäre doch nicht schlecht, wenn man die einfach nach und nach eh finden würde, ja. Man findet ja auch alle anderen Dungeons, die man gar nicht clearen kann, auch sofort. Das ist ja auch so eine Weisheit bei dem Spiel. Eieieiei. Also ihr seht, das jetzt ist das eigentlich das Teure an dem Quatsch, den ich jetzt hier mache. Und jetzt dachte ich mir, dass jetzt voll ist. Und kein einziger Stein, den ich brauchen könnte. Verdammte Lotte. Ah, da ist er. Da ist er auch aufgegangen.
Und dann geht's gleich los. Halt, einen habe ich, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Kam dann wirklich sofort. Es ist immer noch der Bertram. Das ist doch... Oh, Bertram hat halbes Leben verloren. Ach, schau mal an. Jetzt geht's meinem Bertram langsam an den Kragen. Ja, Marquardt muss das machen. Was ist denn hier los? Also, hä? Das ist doch Bertrams Job. Ich bin doch nur zum Chillen hier. Da macht der Bertram wieder fertig hier. Ja, und jetzt geht's auch mal weiter hier mit den... Also, jetzt war ja voll hier. Jetzt müssen wir uns da wieder drum kümmern. Aber jetzt findet man schon besseres Equipment. Ja, ein deutlich besseres Equipment. Nein, das ist doch so Gott. Alle Attribute, aber... Alle Attribute ist beim Magier gar nicht so schlecht. 2362. Auch wieder ein... Mit Sockel. Und rechts raus hat er toll. Dann werde ich jetzt einfach... Also... Ja genau, wenn wir hier schon Waffen austauschen, könnten wir auch verzaubern. Aber vielleicht lasse ich das wirklich noch, weil das ist sehr teuer. Und noch habe ich überhaupt keine Probleme, hier irgendwas zu schlagen. Aber jetzt geht's echt los. Jetzt muss ich mal diese alle Attribute-Sachen austauschen. Ich habe keine. Gibt keine, doch den hier. Den haben wir mal weg. Und ja, also jetzt habe ich mich dagegen entschieden. Also jetzt habe ich ihn so lange nicht benutzt. Also... Vor allem habe ich witzigerweise nur Ketten gefunden. Das ist ja auch toll, oder? Das ist so. Ach, herrlich. Intelligenz. Mit Sockel. Das heißt, dann kann man den schon mal, obwohl er ein paar Pünktchen mehr hat. Was haben wir da oben? Eis. Blitz. Wegen den paar Pünktchen. 20 Pilze. Haben wir noch was? Guck, machen wir erstmal die anderen. Deswegen kann ich mir überlegen, wie geizig ich jetzt da bin. Aber hier muss ich es ja auch machen. Ne? Schauen wir mal kurz, ob er hier was verliert. Ne, er ist immer noch bei 15%, ist schon mal gut. Scheinsockel hinzufügen. Dann holen wir uns den wieder. Packen das Ding hier rein. Genau, alles max noch. Sehr gut. Weil ich glaube, ich habe auch hier einen 15er genannt. Ja, genau. Da ist es gut. Nur noch ein Problemchen hier. Dann Stärk. Also dann muss ich den anderen Geschick, wenn ich noch ein Geschick habe hier, kann ich wegschmeißen. Ja, habe ich natürlich keinen. Gucken wir uns mal den an. Wissen das eigentlich bei mir? Können wir uns auch mal verbessern hier? Aber ich mache eher Epic Event. Da Ich gucke jetzt eher ein bisschen auf die Jungs hier. Okay, oh, das Gute ist, da muss ich nichts ändern. Und Rüstwert ist auch besser. Was? Erzähl mir doch nichts. 590. Edelsteinsockel hinzufügen. Also, ihr seht auch, manchmal muss man es dann doppelt machen, was natürlich so ein bisschen ist. Genau. Aber das ist auch schick, schick. So, jetzt haben wir den Kerl und jetzt kümmern wir uns mal um die Stärke hier, weil hier ist auch ein Alle-Attribut-Ding drin. Wenn ich das rausnehme, was ist dann hier? Auch immer noch 15%, das ist gut. Stärke 623, Stärke 628. Das ist das gleiche Problem eigentlich, ja, mit dem Kerl. Und, ey, ja, komm, die paar Pünktchen geht's echt nicht. Steingewinnung, zack dich, peng, up. Und dann hauen wir den auch weg. Jetzt haben wir eben diese zwei Intelligenzdinger. Und jetzt habe ich aber auch noch hier. Ja, und schade, Rüstwert ist echt schlecht. Dann haue ich den auch weg. Ja. Und jetzt benutze ich doch den. Ja, weil dann brauche ich hier nicht noch extra Sockel hinzufügen. Leider muss ich hier was austauschen. Ja. Die Kette mit dem Eis hier, genau, Steingewinnung und Rinder mit und dann schmeißen wir den weg.
Und wir sehen jetzt schon, dass es eigentlich sich lohnt, die Sachen auch zu zerlegen. Also sind doch relativ gute Sachen, die ich hier gefunden habe zum Zerlegen. Haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz und dann ist vorbei mit dem Zerlegen. Ja. Behalten wir uns auch mal ein bisschen was. Also wir können auch Sachen dann, aber das ist eher Epic Event. Na, wir werden sehen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann auf geht's. Oh, die Kunigunde musste ran. Jetzt ist aber, ja, und beim Jan, sollen wir den mal laufen lassen? Da kommt ein nächster Kampf. Marky Boy, und dann schauen wir hier. Das müsste eigentlich die Kunigunde schaffen, oder? Ah, ich bin dran! Ja, wer hätte es denn geglaubt? Genau, sieht man den dann wenigstens hier? Nö. Das sieht man bloß Level. Aber was haben wir denn bekommen? Oh, der schlechte Rüstwert. Wieder so ein Ding. Ah, das ist gut zum Zerlegen, kann er aber nicht mehr zerlegen. Mäh. Wieder so typisch, ja. Der Rüstwert ist aber echt schlecht für einen Krieger. Den hau mal weg. Also das ist mir... Das finde ich nicht gut. Dann, jetzt wird es eigentlich schon grenzwertiger. Ohohoho. Alles klar. Dann müssen wir mal kurz in den Zauberladen gehen. Mal schon mal was checken hier. Weil... Marky Boy. Und das war es schon. Also gut, wir haben ihn geschafft. Aber... Holla die Waldfee. Alle Attribute. Und dann auch wieder so... Was? Ist doch kein. Ist es ernst? Alter, ich habe gerade irgendwas von 700 gelesen, aber es sind 7800. Okay, weil ich dachte mir gerade, was ist das für ein Rüstwert für einen Krieger? Das ist jetzt, okay, das ist dramatisch. Ich glaube, das ist sogar der höchste Rüstwert, den ich ever gesehen habe bei meinem eigenen Charles. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas mit 7000 gelesen. Ja, krass. So, den Rüstwert hätte ich gerne. Egal. Zerstörungsmäßig bringt er nicht viel. Ja, dann sind wir schon hier relativ grenzwertig unterwegs. Schaut euch das an, wie schnell hier... Alter, Widerstand gegen Feuer, 70%. Mal gut, dass ich ein bisschen was verändert habe in meinen Chars. Rüstwert, also gut, alle Attribute mag ich nicht, aber es gibt natürlich, also kennt ihr die, das Problem hier. Der ist echt lustig. Der hat, ja okay, den nehme ich. Widerstand gegen Feuer, wenn ich den jetzt reinpacke hier, was passiert dann hier? Wegen den 25er ist alles safe. Aber ich habe hier ein 75er Eis. Ich mache es nur noch wegen zwei Pünktchen. Und hier habe ich auch Feuer. Soll ich jetzt echt in die Rune tauschen deswegen? Mach ich nicht. Oh. Mach ich nicht. So, Das ist schon komplizierter. Sollen wir mal kurz die anderen Dungeons anmachen? Also das ist ja krass, dass es so schnell Wupp macht. Also ich habe den Typen ja auch noch nie gesehen. weil das ist wirklich mein aktuell stärkster Char. Nach so langer Pause. Aber das wird auch gar nichts. Kann man noch eine Sache... Nein, Handschuh habe ich nicht geändert. Nö. Das ist frustrierend. Gerade eben so wupp, 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 alles weg. Und dann kommt hier die ganz andere Bremse. Ja.
Ich kann mich natürlich auch noch selbst ausrüsten, also ich bin nicht wirklich top ausgerüstet. Okay, wir machen einfach mal ein bisschen Wirbelsturm. Das, oh Gott. Was? Was will er mir denn erzählen? Also das ging ja normalerweise schneller. Das ist ja ziemlich nervig. Okay, dann müssen wir ein anderes Tempo machen, weil er mich ja anlügt hier. Was sagt er? Was ist das für eine Fehlermeldung? Also ich kann es auch so machen. Jetzt ist aber wirklich voll, okay. Und ja, das ist alles. Logischerweise hier. Aber das habe ich schon gehofft, dass das schneller geht. Also das ist ja ziemlich nervig. Ich habe das auch schneller in Erinnerung. Man hat den doch wirklich so durchrocken können. Die Fehlermeldung ist ja völlig nervig. Ich will da schneller klicken können. Jetzt müsste ich aber dann wirklich wieder voll sein. Ja. Also nicht ganz. Da kommt nur Quatsch raus. Das ist ja zum Aufwärmen hätte ich das auch benutzen können, aber das ist ja wirklich. Warte mal, ich mach mal hier einen Neustart hier bei dem. Das ist ja. Das ist mir zu langsam. Und das läuft schon 1,5 Stunden jetzt wieder, das Video. Nein, das wollte ich nicht. Das bleibt so. Es bleibt so nervig. Okay, da muss ich an. Um nicht völlig genervt zu sein, muss ich ein anderes Tempo wählen. Dann machen wir das halt schön langsam. Aber das war mal anders, das kann ich euch sagen. Start S41, da ging es ab. Vor allem, als das offen war, war es Hammer. Also was man da Gold rausgezogen hat. Wir hatten echt noch ein bisschen Goldprobleme. Wir haben ja sogar, also ich sage jetzt wir, weil das habt ihr mit Extreme, habe ich halt da so parallel gespielt. Und ich weiß noch, ihr hattet es als erstes offen. Und wir haben wirklich so Goldprobleme gehabt, dass wir den Drachen benutzt haben, uns um die Edelsteine skippen zu können. Und dann ging es auf einmal ab, als das Ding offen war. Ah, jetzt bitte jetzt. Playa, ihr seid Pfosten. Das muss doch schneller gehen. Was ist hier los? Ihr wollt doch, dass ich klicke. Also was ich aber gerade merke, dass da überhaupt keine merke ich das jetzt gerade erst? Oder haben wir jetzt gerade ein Event, wo Dungeon-Versuche nicht kosten? Oder was ist hier los? So. Jetzt. Aber hallo. Pass mal auf. Mal Pilzstand weg, damit ihr das mal seht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal. Also 1843. Wuhu! 414. 1843, 1843, so kenne ich das auch nicht. Ja. Oder war das schon immer so in den Dungeon? Ich weiß es nicht, Leute. Dass das Event bezogen jetzt. Und deswegen ist es so langsam, weil er nicht counten darf. Oder ich habe gerade hier einen Bug am Start und Jacks nicht. Das weiß ich aber nicht, Leute. Ja. So, jetzt sind wir hier wieder. Also, hä? Hey. Gut, da hätte ich jetzt mal auch drauf achten können, ne? Zwar weiß ich nicht mehr, was es ist. Egal. So viel Gold ist es ja auch noch nicht, aber da achte ich natürlich jetzt dann auch drauf.
So langsam kann ich gar nicht klicken, aber es bleibt bei 1843 Bild. Vom Stand her. Der kostenlose Wirbelsturm sozusagen. Ich will eigentlich nur Gold. Man denkt immer ständig mit dieser Warnung, dass es jetzt ums Equipment geht, oder? Jetzt müsste ich aber wirklich dann irgendwann voll sein. Gut, jetzt mal wieder Pilzstand zu hier. Bob. Es lenkt dann viele doch zu sehr ab. Ah, genau. Ringe, alles klar. Habe ich aber relativ wenig Ringe gefunden bis jetzt. Also da kann man ja bis 600 oder so kommen jetzt, gell? Aber bei dem Tempo ist es... Das feiere ich gerade nicht so hart, ehrlich gesagt. Alter! Das ist nicht schick. Ja, und Erfahrung gibt's auch so lala. Wenn ich meinen Erfahrungsbalken da links oben anschaue. Ah, jetzt ist er wieder voll. Habe ich Ringe bekommen? Ja, ein Ring ist da. Ja, immerhin, also. Ah, noch einer. Hätte ich ein Special draus machen können. Aber ganz... Und das ist jetzt also... Wenn ich da 600 Stück schaffe, dann ist das... Ich habe gar nicht drauf geachtet. Also man sieht es natürlich im Video dann auch nicht. Ob das vorher auch schon so war. Aber gut, es war jetzt auch nicht so viele Dungeon-Versuche. Aber ich hätte das als Event sowieso mal gemacht, anstatt der Firma. Wirklich mal, So, jetzt sind wir wirklich voll wieder. Ringe. Der eine war auf jeden Fall richtig gut, der auch. Das ist schon mal nicht schlecht. Gold kann man in dem Spiel immer brauchen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo das Cap jetzt ist. Aber wir sind halt über die 999 Millionen mal raus. Weiß aber nicht, wie weit es geht. Das ist ziemlich witzig, viel Gold zu haben. Habe ich jetzt auch extra gemacht, weil ich ja auch eventuell Epic Event spielen will. Nachdem ich halt gelevelt habe. Und weil ich es ja auch vorhatte, also jetzt um das mal zu relativieren, hat es bei dem Char, nirgends schön, auch keinen Sinn gemacht, diesen neuen Dungeon zu machen. Ja? Mit den Türen öffnen und so. Weil ich ja gewusst habe, dass ich vom Level her dann... vermutlich da drüber sein werde. Oh, mich triggert das hart. Es ist so langsam. Ich habe mich so dran gewöhnt an die Enter-Taste, die vermutlich wirklich das teuerste in dem ganzen Spiel ist. Oh, es war ein Ring. Genau, ein Ring. Ein Ring nur. Aber das, also goldmäßig hat sich's gelohnt jetzt. Hier. Das ist ja wieder mal ein ganz langes Video. Ja. Ja, was gibt's Neues? Tatsächlich werde ich jetzt wieder anfangen, Musik zu machen. Ja? Werde da gerade geführt zu ja, ein paar Dingen, die ich mir zulegen darf, um auf einem hohen Niveau wieder produzieren zu können, vor allem schnell. Das bedeutet auch ein neuer Rechner, wo ich sehr mit mir hadere, weil das alles sehr teuer ist. Also gerade der neue Rechner, der würde relativ teuer werden. Da sind wir wieder voll.
Aber ich habe, glaube ich, jetzt die musiklose Zeit hinter mir. 13 Millionen, ja, sehr schön. 12 Millionen, das ist schick. Und ja, bin mal gespannt, was da so demnächst am Start ist. Mal gucken, vielleicht springt da auch was für Shakes and Fidget raus. So, vielleicht neue Musik oder irgend sowas. Ne? Ja. Weil mein alter Rechner, da ist jetzt so, da ist jetzt das eine SSD drinnen und das ist eh so ein Vierkernprozessor. Also das, der war 2015, war der richtig schick. Der hat mir der Hilton geholfen, den die Komponenten zu kaufen. Ich habe mir dann die zusammenbauen lassen. Ja. Das war schon ziemlich cool. Also ich weiß, ich bin noch nicht weit davon entfernt, mir meinen eigenen Rechner zusammenbauen zu können. Aber ja, weiß noch nicht wirklich. Ja, ich suche halt so, sag ich mal. Jetzt sind wir wieder voll. Eher so ein Audiorechner. Also wirklich so ein komplett Silent-Ding, das man auch bei Gesangsaufnahmen neben sich stehen haben kann. So dass es einfach ja, nicht stört. Also warte mal auf. Den schaue ich mir mal nachher an. Ich weiß gar nicht, ob das das erste Epic war. Keinen Schimmer. Aber ist auch noch sehr, sehr, sehr niedrig. Nee, komm. Den verkauf mal. Den Quatsch. Ja, es sind auch noch 306 hier, so die Gegner. 307. Nein. Diese Fehlermeldung ist einfach. Oh, ein Ring. Mehr Ringe. Oder gleich Gold. Sauerkraut. Okay. Ich brauche Ringe. Vielleicht sollte ich auch dieses. Ich mach mal das Speichern aus, ja? Vielleicht. Nee, das hilft nichts. Alter! Da wäre ich mit Maus eleganter unterwegs. Da kann ich mir auch ein Marco programmieren, dass das Ding Zeug wegklickt. Also, da brauche ich mich. Jetzt ist mein Platz wieder voll. Da war nur ein Ring dabei. Der bringt auch nicht viel Gold. Was soll das? Hier muss ich natürlich auf Rune nicht achten, das wisst ihr ja, man findet ja nur die Hälfte. Bei dem normalen Equipment haben sie sich schon gut überlegt, die Jungs und Mädels von Playa. Okay, da war ein Epic. Ah, allein der Dungeon schon, also ein Ring, sehr gut. Hab mich schon mal auf die... Oh Mann, 414... Ein Ring, jawohl. Ich denke jedes Mal, er warnt mich schon wieder wegen Equipment voll. Ja. Ist auch gut, dass ich es jetzt mache, weil ich glaube, am Ende habe ich dann Equipment-Probleme. Und wenn du dann nur einen Platz hast und du spielst Wirbelsturm, dann wird es ganz, ganz übel. Aber das ist ein schöner Ring. Oh, der ist auch, der lohnt auch. Auch das, also, wie gesagt, richtig Sinn macht es ja nicht, aber immerhin 508. Aber ja, eigentlich ist das auch zu verkaufen. Ja, denke ich auf jeden Fall so. So, 245. Aber so, das Gute ist, oh, das war ein Ring. Yay, yippie. Das Gute ist, dass ich dann nicht mehr machen muss. Wieder ein Ring, jawoll. Wenn man sich mehr über Ringe freut, dann kommen auch mehr Ringe. Ring. Ring di ding, ring di ding ding ding, ring di ding, auf geht's, ring di ding di ding. Jetzt will euch das Universum wieder was beweisen, dass das wirklich so ist. Ring di ding di ding di ding. Seht ihr? Ah, es ist so herrlich, wenn man so missbraucht wird da als lebendes Beispiel. Jetzt sind wir wieder voll. Ja. Wir sehen, also wenn ich nicht drauf achte, während ich Ringe brauche, allerdings brauche ich ja so eine Ringe, ja. Also hier ist auch ein Ring. Alle Attribute kommen, hau weg, die Kacke. Also es sind viel mehr Ringe als zuvor gewesen, ja.
Einfach nur, weil ich die ganze Zeit Ring-Di-Ding-Di-Ding gesagt habe. Ja. Wir leben halt doch in einem magischen Universum. So ist das halt. Ring-Di-Ding-Di-Ding-Di-Ding. Ring-Di-Ding-Di-Ding-Di-Ding-Di-Ding-Di-Ding. Und wenn dann das Ego reinkommt, dass man es beweisen will, dann funktioniert es wieder. Ring-Di-Ding-Di-Ding. Ring-Ding-Di-Ding-Ding. Mehr Ringe. Ringe. Oder Gold. Okay. Ring. Ah, jetzt kommen ein paar Epics. Ring-Di-Ding-Di-Ding. Wenn ich mich noch ehrlicher freuen würde. Wow, ich habe gelevelt. Über den Wirbelsturm. Wenn ich mich noch deutlicher freuen würde, dann wäre es noch extremer. Ja. So, noch ein Ding ins Kirchen, was auch überhaupt nichts bringt. Es bringt es hin zu zerlegen. Aber so langsam kommt man schon wieder in den Bereich rein. Ne? Aber das sieht man ja am Level der Gegner. Aber ich glaube, ich muss die einfach verkaufen, die Dinger. Die machen nur eins Inventar voll. 415. Von 402. Aber günstiger als grundsätzlich. Ja. Sinnvoll, naja, aber günstig. Auch schon wieder voll. Na, siehst du. Jetzt habe ich nicht auf Ring geachtet. Habt ihr gesehen? Kein einziger Ring. Ich habe einfach mein Ringlied abgeschaltet. Da war kein einziger Ring dabei. Also, hauen wir das auch weg. Was will ich mit dem? Also wegen dem Rüstwert bin ich so ein bisschen heiß drauf. Das ist aber Quatsch eigentlich, gell? Naja. 337 sind die Gegner. Also noch finde ich nichts Gescheites. Ring-di-di-ding-di-ding. Ring-ding-ding-di-ding-ding-ding-ding. Mehr Ringe. Ich brauche Ringe. Geht mir aber langsam die Power aus beim Ring bestellen sozusagen. Hm, 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 Ringe. Na, das ist wieder so, das ist ein bisschen bedürftig wieder. Also so funktioniert es auch nicht. Muss ich einfach drüber freuen, wenn die Ringe kommen. Hier so eine knappe Million. Jetzt sind wir wieder voll. Boom, was? Genau, ein Ring, aber immerhin 10 Millionen später. Was haben wir hier denn? Ciao. Also mich verbessert sowieso nicht. Ihn auch nicht. Ihn auch nicht. Genau. Komm, dann verkaufen wir gleich den Quatsch. Also allein schon der Wirbelsturm wäre ein eigenes Video wert gewesen, ne? Das ist so. Ach, herrlich. Aber ganz jungfräulich war er nicht, weil für Mario habe ich mal Wirbelstürme gemacht. Oder wenn ich total frustriert war bei S41, habe ich ab und zu mal einen Dungeon gemacht. Ja. Ja. Was kurios ist, Leute, um es einfach mal zu zeigen, Pilzstand ist jetzt 1842. Ja. Also, ja. Interessant. Ja. Jetzt habe ich einen Ring gesehen und mich auch drüber gefreut. Aber ich hätte es gerne so wirklich so durchgeballert und das hat nicht funktioniert. Aber, oh, 20 Millionen, sehr gut. Und hier 10 Millionen, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Schon lange nicht mehr so viele Epics einfach weggeschmissen. Ach, herrlich. Ein Ring. Jetzt war wieder ein Pilz dabei.
Also ab und zu kommt diese Pilzanzeige und ab und zu kommt sie nicht. Deswegen bin ich jetzt bei 1840. Jetzt bin ich bei 1839. Da war wieder ein Pilz. Also, irgendwas ist komisch. 20 Millionen, jawoll. Ist aber fair, also wenn das Spiel jetzt praktisch die Pilze zurückgibt oder sie nicht berechnet, die ich für diese blöden Skipperei von den Dungeon Keys gebraucht habe, ist auch okay. Also ich zeig's euch einfach mal, weil es einfach wirklich kurios ist hier. Ich bin bei 1837. Und ab und zu... Jetzt war wieder ein Pilz dabei, habt ihr gesehen? Jetzt wieder einer. Wieder einer. Aber echt selten. Vielleicht ist es einfach überfordert, das System. Okay, jetzt sind wir wirklich wieder voll. Wieder nicht oft drauf geachtet. Kein einziger Ring. Ring. Kein Ring. Ich brauche doch Ringe. Aber goldmäßig ist das ziemlich dramatisch. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Mal einen brauchbaren... Oh, sehr schön. Auch wieder ein Level gemacht, ja. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Da kam sogar mal wieder Epic. Sollen wir da auf Ringe achten? Habt ihr das gesehen? Ah, ist das herrlich. Der Ringe! Ich will Ringe! Da, danke schön! Da unten ist noch ein Ring. Oh, herrlich. So, da war es wieder. Durch. Bum, bum. Ich muss aber auch sagen, dass ich teure Ringe will. So. Was haben wir hier bekommen? 557. Ich weiß, dass das schon langsam so die richtige Richtung ist. Ein Geschick. Also ja, für mich bringt es ja nichts. Für mich bringt es nichts. Auch für meinen hier, meinen Begleiter bringt es auch nichts. Pass auf, ich gehe mal grundsätzlich mal hier auf meinen Char. Jo, das ist doch mal... Also wir wollen... Wollen wir wieder auf Ringe achten? Oder lassen wir es jetzt mal gut sein? Alter, da kam tatsächlich ein Bogen geflogen. Aber ihr seht, also... Es ist... Da war wieder ein Pilz. War wieder ein Pilz. Wieder mal ein Pilz. Jetzt kommen aber relativ viele Pilze hier. In letzter Zeit. Jetzt sind wir wirklich voll. So. Was haben wir denn hier bekommen? 1182. Das bringt nichts, aber es geht schon so. Es kommt leer, ja. Dann hauen wir den auch weg. Auf Ringe haben wir aber wieder nicht geachtet hier. Aber immerhin haben wir einen. Und dann 415, auf geht's. Jetzt habe ich eher auf die Pilze geachtet, nicht auf die Ringe. Ringe! Das ist einfach so, so witzig. Oh, ein Mützchen habe ich bekommen. Jetzt habe ich Mütze gesagt. Ich will aber Ring sagen. Ach, herrlich. Ja. Auf geht's, ich will mehr Ringe. Jetzt ist ja voll, alles so nervig. Oh, 20 Millionen, das finde ich gut. Nochmal! Nochmal, ich weiß, da war noch ein Ring dabei. 570, okay. Aber immerhin 10 Millionen. Also, kommt aber schon einiges hier mit 10 Millionen jetzt gerade daher. Alles. Boah, also der Wirbelsturm hat es echt in sich. Was ja noch eine krasse Änderung war, also das, die Chars mittlerweile automatisch mitleveln. Das war wirklich teuer vom Gold her. Und man konnte dann
je nachdem, welche Klasse man auch gespielt hat, also wenn man so eine völlige Überklasse gespielt hatte, wie zum Beispiel Berserker am Server startet, dann konnte man am Anfang auch schon relativ früh seine Begleiter leveln. Aber wenn man so ja, Kampfmagier gespielt hat, dann dauert es ewig, bis man das Gold zusammen hat, weil man eben in den Dungeons nicht so schnell vorankommt. Und gerade in den Wirbelsturm, der so viel Geld und Gold bringt, nicht so gut vorankommt, dann war das echt ätzend. Ein Ewig. Okay, konzentrieren Sie sich auf Ringe. Ringe, bitte. Ringe. Nicht betteln, sondern freuen. Ringe. Na, jetzt kommt nichts mehr. Aber jetzt kostet es Pilze. Das lenkt mich auch ab. Ich will nicht, dass das Pilze kostet. Ich habe mich daran gewöhnt, dass das keine Pilze kostet. Ich weiß nicht, ob das System da zu langsam ist oder weiß ich was. Kein einziger Ring. So schaut's aus. Aber Gold ohne Ende. Ich weiß gar nicht, so viel Ewig Event kann ich nicht spielen. Da haben wir hier. Ja, geht immerhin schon in die richtige Richtung. Ja, so. Ja. Wenn man die Begleiter jetzt richtig top ausrüsten wollte, 417. Schauen wir mal kurz nach hier. Ja, immerhin. Ja. Aber ihr seht, also da passiert in dem Chano nicht so wahnsinnig viel. Ja. Jetzt sind wir nur. Jetzt haben wir blöderweise. Das Spiel angetriggert, wieder Pilze zu wollen für das, was ich hier mache. Das kostet relativ viel Pilze gerade. Also so wie man es ja kennt eigentlich. Ganz oh, herrlich. Gut, es war ja voll. Ring, aber Pilze, weil ich mich drauf konzentriert habe. Allerdings habe ich das vorher auch gar nicht, jetzt machen wir den Pilzstand wieder zu, gar nicht wirklich beachtet. Und jetzt achte ich leider drauf. Ihr seht es ja selbst. Ganz häufig gibt es das Pilzsymbol. Das war vorher überhaupt nicht der Fall. Aha. Jetzt geht's auch schneller. Ah, okay. Bin ja noch nicht mal fertig. Gedacht, jetzt geht's schneller. Aber jetzt, so kenne ich das, genau. Vielleicht hat er sich gesagt, komm, der arme Kerl, der muss nur so viele Dungeons klicken. Ja. Also. Eigentlich fast alles 10 Millionen. Ja. Also, wird schon Sinn machen, die so zum legen, dass man 20 Millionen rausholt. Also, ja, dass man mit der Hexe arbeitet. Aber das geht natürlich so nicht. Aber immerhin war jetzt wieder ein Ring dabei. Aber es kostet jetzt immer Pilze. Alter. 500. Also seht, also den Char juckt es echt wirklich noch überhaupt nicht. Also, gucken wir uns nicht an, das ist genau noch ein Kundi. 418! Wupp. Da habe ich viel reingeschrieben, ja. Wollte ich wirklich so ein langes Video machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Blablabla. Oh, keine 10 Millionen haben die gekostet. Ja, das, ich habe natürlich auch dadurch, dass ich die Dungeons jetzt bei 400 mache, so ein bisschen das Spektakuläre verpasst. Weil ich natürlich im Verhältnis nicht mehr so gut levele. Das ist auch klar. So, und jetzt habe ich festgestellt, dass mein Mikro die ganze Zeit aus war. Das wäre es gewesen. Ah, herrlich. Nein, alles gut. Aber ich bin schon bei 1,49. Ich bin wieder voll. Rucksack ist voll. Einen Ring habe ich gefunden.
Springt der 502 alle Attribute ist, aber nicht so ganz schlecht. Aber ich weiß ja, ich mache nachher ein bisschen Epic-Event. Wahrscheinlich muss ich sogar noch einmal aufladen, ja, weil jetzt kostet einmal wieder Pilze. Ja, weil ich drauf geachtet habe, jetzt kostet der Quatsch wieder Pilze. Ja, ganz konsequent. So wie ich das kenne, jeder. Und ach, und seitdem geht's auch wieder. Schau mal hin, also so kenne ich das. Jetzt geht's wieder schnell. Also habe ich mich umsonst beschwert vorher. Quatsch. Ja. Aber ganz ehrlich, so macht's mehr Spaß. So macht's einfach mehr Spaß. In dem Tempo. Da. Die hatten Serverprobleme, oder? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber gut, beschweren ist jetzt nicht. Ein paar Pilzchen habe ich mir gespart über das Tempo jetzt gerade, das wir da vorgehen wollen. Ich weiß, zu Anfang, als die Enter-Taste eingeführt worden ist, war es ja umgekehrt. Da hat das Spiel mehr Pilze geschluckt, als man geklickt hat. Ich habe, glaube ich, gerade echt mal einen Kampf verloren. Okay, jetzt war es wieder langsam. Genau, immerhin ein Ring. Wupp, wupp. Also ich sollte so langsam genug Gold haben, um hier ewig Event spielen zu können. Wann kommt das Video? Jetzt habe ich mich verklickt hier. Genau. Also das Video lade ich gleich hoch, aber noch bin ich am Dungeons ballern. Ich weiß, Juso wollte schon lange, dass ich hier endlich auf S15 was mache. Ist ja auch Werbung für S15 ein bisschen. Jetzt sind wir wieder im Slow-Modus zum Teil. Aber ganz konsequent verlangt das Spiel jetzt so mehr Pilze seit neuestem. Was ist das? Was soll die? Aber so... So mag ich es ehrlich gesagt viel lieber. So. Das war echt komisch. Das Video sollte jetzt aber nicht so lange dauern. Taverne. Wir sind ja hier im... Jetzt komm. Alter. Irgendwas stimmt sowieso nicht mit dem Spiel nicht. Ah, hier habe ich noch 15 Minuten. Gut, das habe ich zumindest nicht verpasst. Habe ich noch was zum Wegballern? Ja. Aber mit 600 habe ich gerechnet und 420, ja, also mit 600 Wirbelsturm. Aber ihr seht schon, mein Lebensbalken da, der macht auch schon was. Genau, und jetzt kann ich auch nicht mehr, in dem Tempo kann ich nicht mehr darauf achten, ob jetzt Ringe kommen oder nicht. Aber das Gold ist ja auch, das ist ja mein höchster Goldstand, den ich jemals hatte in dem Spiel. Weil ich, glaube ich, noch nie... Naja gut, jetzt habe ich angefangen. Ich glaube, vor dem Wochenende habe ich angefangen, dass ich halt über eine Milliarde gehe. Oder wie der Amerikaner sagt, 1 Billion. Die haben ja keine Milliarde. So, sind wir da auch wieder durch. Ein Ring. Und jetzt ein bisschen aufpassen. Der ist nämlich 632. Das ist schon ein gutes Ding jetzt. Genau. Jetzt geht doch was. Dann levelt man sogar durch den Wirbelsturm. 637. Also ihr seht, so langsam kommen Dinger, die mir echt was bringen.
635. Was haben wir hier? Eis, 72 Lebensenergie. Ja gut. Ich lasse nochmal da. Das Problem ist natürlich jetzt, dass ich hier immer weniger Platz habe. Ja? Was ein bisschen nervig ist. Brauche ich das Ding jetzt noch eigentlich? Ja? Nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Guter der Widerstand gegen Feuer, 610. War natürlich Feuer, 610. Ne? Jetzt ist nicht mehr 610 angesagt. Jetzt bin ich schon hier ein bisschen krasser unterwegs. So hätte das Video deutlich kürzer gedauert. Ist das herrlich. Oh, jetzt auch wieder. Nochmal was. Aber das sind alle Attribute-Dinger. Also die schmeiße ich jetzt mal weg. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Zur Not kann man ja alle Attribute Schmuck auch über das Dungeon-Event machen. Ja, seht ihr schon, jetzt zickt es langsam ein bisschen rum. Jetzt wird es langsam interessant. Ring, die ding, die ding. Was haben wir hier? Alle Attribute. Ring, die ding, weg damit. Ja, vielleicht schaffen wir ja die 700. Also nach dem EP-Gewinn vielleicht. Ja. Aber vielleicht mache ich das echt morgen in einem anderen Video. So. 422. Sehr gut. Und was haben wir hier wieder? Alle Attribute. Jetzt kommt was Interessantes und das ist auch total fair, weil da muss ich gar nichts ändern. Na gut, ganz fair ist es nicht, aber da kann ich hier meinen Eisschaden behalten und hol mir einfach nur Dupp und Peng. Und da darf ich jetzt nicht vergessen, was ich total gerne mache, also verzaubern, vergessen ist so eine meiner Lieblingssachen. Diesmal nicht. 707, schau mal an. Und jetzt habe ich natürlich wieder eine andere Waffe am Start. Jetzt habe ich gar nicht auf den Rechtsrauswert geachtet. Sind wir schon durch, ja? Habe ich gar nicht auf den Rechtsrauswert geachtet. So ein Mist. So, genau. Da geht's ja weiter. Also dadurch, dass ich jetzt schon hier in den weit über 700 bin, wisst ihr, ich habe auch keine Ahnung von dem Spiel. Herrlich, herrlich, herrlich. Abgesehen davon, macht das nicht so, wie ich das mache, ja. Macht keinen Sinn. No Dungeon Chars. Wirbelsturm. Aha, Mowgli? Mowgli war schon so ein bisschen Zicke. Und hier haben wir jetzt... Ah, seht ihr, also war schon ein bisschen... Aber nur mal kurz gucken. 748, ja, nicht schlecht. 1335, alle Attribute... Schauen wir mal kurz das Mädel an, ja. Eisschaden. Also gut, noch brauche ich das ja nicht, aber ich behalte ihn mal kurz. Da müsste ich wieder ändern. Ich bin scheinbar ein Eisfreak geworden, ja. Verstehe. Ja, nicht schlecht. Wer hätte das gedacht? Da
ein Ring war dabei. Also, wow. Es kommen schon ein paar Sachen. Und natürlich vom Level her sind die Gegner jetzt auch über mir. Ne? Schon seit einer Weile. Also von daher finde ich natürlich wirklich relativ aktuell ist. Am Weihnachtsmarkt anhängen zu bleiben, finde ich ganz gut. Oh. Jetzt kommen natürlich relativ... So, eigentlich finde ich das jetzt ganz gut. Ich glaube, jetzt ist auch gut im Wirbelsturm. 423, was haben wir hier bekommen? Gut, alle Attribute will ich nicht. Aber jetzt fängt's an hier. Zum Beispiel, schaut mal hin, wie viel krasser das jetzt schon ist. Den habe ich ja vorher ausgetauscht. Aber da muss ich wahrscheinlich doch eher aufs aufs Epic Event gehen. Jetzt gucken wir aber mal, ob sich irgendwas verändert hat hier noch. Obwohl 777 wäre schon cool, oder? Wenn das stehen würde. Müssen wir aufpassen, dass ich das nicht überziehe. Ja, 76. Einen darf ich noch. Einen darf ich noch. Na komm. Jawohl. Das mag ich. Ja, 777. Okay, schauen wir mal kurz, ob hier wegen der neuen Waffe was geht. Das interessiert den nicht. Das interessiert den nicht. Dann gucken wir mal hier. Aha. Da war schon mal ein guter Versuch dabei. Was haben wir bekommen? 640. Widerstand gegen Eis. Das heißt, der will, dass ich den nehme. Gell? Bisschen Rüstwert verliere ich. Aber... Weil er auch Eis hatte jetzt. Das ist alles sehr gut. Genau. Da verliere ich auch wieder ein bisschen Rüstwert. Ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu extrem wird. Aber das fand ich jetzt gerade gut. Oh. Ha! Ha! Pass mal auf. Habe ich den jetzt? Komm, den schauen wir uns jetzt mal an. Ach, herrlich. Das war einfach ein Krieger. Alles klar, also das ist... Ja, so soll das sein. So soll das sein. Aber alle Attribute ja, hau ich wieder weg. Das brauchen wir nicht, das Zeug. Hier ist ein bisschen so Zerstörungssache noch angesagt, oder? Ah ja, das war der, komm, weil der Rüstwert so toll war. Ah, nee. So nicht mit mir. Sehen jetzt, ist er ganz oft nicht getroffen worden. Okay, lassen wir das mal. Also den kriege ich auch noch. Jetzt können wir aber mal einfach mal hier kurz weitermachen. Ist ja nicht so, dass hier schon dicht ist. Weil wir natürlich dann auch ein höheres Level bekommen. Durch die Dinger einfach ein bisschen besser levelt. Also als im Wirbelsturm, oder? Nicht als im eigentlichen Lichtdungeon. Achso, wir sind Rucksack voll. Und das ist natürlich jetzt, genau. Das ist natürlich Quatsch hier. Alles zum Verkaufen. Vom Level auch her nichts Vernünftiges. Das tut einem in der Seele weh. So viele
so viele Epics wegzuhauen. Also das ist, okay, das ist wieder so ein 15-prozentiger. Schauen wir mal kurz, ob hier irgendwo einer, der hat auch schon einen 15er. Wichtig ist, dass den, ja genau, dem fehlt noch ein 15er. Dass ich einfach hier damit kein Problem habe mehr. Und dann nehme ich natürlich den besten, besseren. So toll ist der auch nicht, aber ich mache trotzdem jetzt mal kurz Runen tauschen. Ja. Genau. Dann gucken wir mal weiter um Osteros. Jetzt kommen sie langsam auf mein Level. Au, da kam eine Waffe. Schauen wir mal, was das für eine Waffe war. Das ist natürlich auch hübsch hier. 1345. In alle Attribute, na, das will ich nicht. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Einfach mal so, halt. Eher den hier und den eher weg. Das ist auch doppelt gemoppelt, aber gut. Alle Attribute haben wir gesagt, wollen wir nicht. Alle Attribute wollen wir nicht. Ja, irgendwie so. Also das ist schon richtig genial, dass das jetzt mittlerweile geht. Ja. Sollen wir jetzt hier auch den Leuch reinschmeißen? Ja, können wir auch mal. Muss ja vor allem dafür sorgen, dass ich ein bisschen Platz habe hier. Das war so ein bisschen zum Zerstören. Also die, man sieht auch, also ja, gut, der ist ein Doppel, dass das wirklich gute Sachen sind. Also vor allem der 2223er hier, der ist richtig geil. Ja, schauen wir mal. Da kam wieder eine Waffe. What the fuck? Ist okay. Ja. Rechts raus nicht so schön. Behalten wir uns mal für... den hier. Also das war dramatisch. Komm, dann gleich weg. Also... ja. Und da sind wir 27. Und dann haben wir Osteros gecleared. Ja, bist du denn deppert? Sehr geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den schaffe. Dass ich hier was cleare in den oberen da. Ja. Da sind die Schatten-Dungeons ein bisschen dämlicher. Hier, da läuft's. Ich hab so, war eigentlich gleich eine auf Wegklickerei. Okay. Jetzt gibt's halt auch diese, die dann gegen Eis irgendwie immun sind und habt ihr auch gerade die Fanfare zum Gewinn, zum Sieg gehört und dann gab's keinen Sieg? Hier kam der Sieg. Okay. Oh! Der ist auch geklärt. Alles klar. Nordische Götter. Tschüss. Gut, dann machen wir die Zauberschule. Aber gucken wir erstmal ein bisschen rein hier. 642. Da ist Lebensenergie drin. Das ist schon ein gutes Ding. Aber noch brauchen wir es nicht. Aber wir können es noch erstmal hier wegsortieren. Den brauchen wir auch nicht. Alle Attribute brauchen wir eigentlich auch nicht. Was? Alle Attribute 414, alle Attribute 537. Okay, den will ich da nicht. 526, das ist auch nicht so toll. Komm, weg damit. Und jetzt, wenn ich so gelevelt habe, habe ich natürlich auch wieder bessere Begleiter. Schön Zauberschule durchrocken. Alle weg hier. So haben wir uns das vorgestellt. Jetzt sind wir schon wieder voll hier. Das geht aber schnell hier. Also, den Quatsch schon mal weg hier. Und
dann schauen wir mal, was wir für Epics gefunden haben. Also, ja, finde ich nach wie vor doof, alle alte gute Dinger. Schmeiß ich mal weg. 463. Ist ja auch schlecht. Ja, genau, also das kann man eigentlich alles in die Tonne treten. Das bringt einfach nur Gold. Weil die, ja, die sind so niedrig, 340, ja, sieht man ja. Die haben halt, ja, relativ viel Ausdauer. Wuhu! 429, finde ich gut. Und da geht's weiter, ja. Kette, Kette, Kette. Ring, Ring, Ring. Und fertig. Also das ist natürlich schon lässig. 16 Millionen immerhin. 553, ja komm, weg damit. Also das sind ja eigentlich alles zum Wegschmeißen. Ne? Das ist echt dramatisch eigentlich. Also, da habe ich beim falschen Level angefangen sozusagen. Also wie gesagt, mach das nicht so, wie ich das hier mache. Aber das schaut ganz hübsch aus, ja. Da hat man ja dann nichts mehr zu tun anschließend. Das... Okay, also das ist witzig. 430, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und? Ja, der geht trotzdem. Aha. 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 Okay. Da gibt es eine Grenze hier schon. Die sind einfach. Die hat man relativ früh am Start, aber die bringen überhaupt keinen Level. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass das Spiel gerade wieder ein bisschen schneller geworden ist. Hier gab es einen Ring. Aber der hat ja auch richtig viel gebracht, ja. Jetzt ist es wieder so, dass hier eigentlich diese Sachen, die ich da rausbekomme, überhaupt nichts taugen. Und ja, Widerstand gegen Eis, 75%. War da nicht irgendwo einer, der damit Probleme hatte? Genau, der war es, glaube ich. Dann kriegt der nämlich den neuen Schal hier. Ja, wir haben die nordischen Götter besiegt. Schön, dass du das auch jetzt gemerkt hast. Nein, den wollen wir nicht. Der ist gemein. Oh, ein Ring. Ring ist gut. Nehme ich mal wieder einen Sockel hier. Aber, ja. Vom Level her bringen die einem nichts. Also, ja. Nicht gar nichts, aber ich meine jetzt vor allem das Equipment. Ja gut, jetzt ist er schon 424, 440, jetzt auf meinem Level. Ab jetzt könnte ich das Equipment brauchen, das ich da bekomme, aber schau mal, 550, ja, das bringt mir auch nichts. 528, das ist alles Quatsch. Oh, das war Eis, 75%. Lebensenergie, 622. Da haben wir wieder einen Ring. Aber grundsätzlich, ja, werde ich ja. Weil der bringt auch überhaupt nichts. War 622 schon nicht so schlecht, aber ist auch alles übertrieben, muss ich irgendwas gucken. Oh! Oh, 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 oh. Jetzt kann ich eigentlich anfangen. Das endlich, genau. Endlich kann ich damit loslegen. Muss mal kurz hier gucken, der ist glaube ich wieder fertig, genau. Mein Main-Char, aber der hat natürlich die Dungeon schon einigermaßen probiert und ist natürlich viel schwächer als dieser alte Char, weil darf ich nämlich nicht vergessen, den gibt es ja schon ein bisschen länger.
Helden anlocken, das machen wir jetzt auch nicht. So ein Quatsch machen wir jetzt auch noch nicht. Wir sind weiter in den Dungeons unterwegs. Hier sind wir. Konzentration. Oh. Da zickt was. Alter. Was hat der hier? Stärke. Der war knapp. Okay. Das sind aber dann vielleicht auch Sachen, die ich dann nach dem Aufbau mache. Aber so relativ hübsch schaut's aus. Gucken wir mal kurz den... Allein vom Leveln her und von dem Rüstungswert oder Schadensreduktion könnte das jetzt schon... Na gut, so richtig toll ist es noch nicht. Dann gucken wir doch hier mal rein. Vom Level her sind die natürlich wieder totaler Schrott. Oh, habt ihr gesehen? Da bleibt man relativ schnell hängen. Das sind dann die Dungeons, die es zu clearen gilt. Die Zauberschule. Aha, wir nähern uns dem Ende, Leute. So kann man es sagen. Hier, der geht gar nicht. Genau, schauen wir mal kurz, ob hier einer geht. 266. Was hat denn der für eine Ausdauer? 266, ja. Und das wird jetzt, glaube ich, schon langsam schwierig. Genau. Das wird nix. Habe ich den schon probiert? Den habe ich schon probiert. Hey, wir sind durch. Ich würde sagen, also... Klar, ich meine jetzt Grenzwert, also jetzt nochmal ausrüsten, das mache ich aber vielleicht echt in einem extra Video, also dass ich jetzt nochmal Dungeon Event spiele und mal kurz gucken, ob es hier irgendwie 4300, das ist nicht schlecht, also auch wenn es doppelt ist, gucken wir nur kurz, nee, das ist, da kann ja eigentlich gar nichts Vernünftiges bei rauskommen, ne? 2448, doch, 1080, Blitzschaden, behalte ich mal. 650 Stärke, okay. Da braucht man auch nichts ändern, das ist ganz gut. Was haben wir hier noch? Widerstand gegen alles. 653, oh, das ist gut. Also auch ein bisschen besserer Rüstwert. Hier nochmal Stärke, 649. Okay, der ist 649 und der war 650. Aber der hat einen... Komm, wegen dem einen Punkt fange ich ja jetzt nicht an. Steingewinnung, wupp. Genau, hier ist alles noch bestens. Und dann kann man den, ja, können wir auch zerstören. Morgen 1088, was hat der hier? Ah, okay, der bringt ihm was. Soll ich den nehmen? Ja. 577 ist fast. Okay, dann müssen wir nur halt die Rune tauschen. Wupp. Steingewinnung und Sockel hinzufügen. Ist das schon mal ein bisschen besser. Intelligenz 649. Das auch kann ich auch benutzen. Ist jetzt auch nicht mega, aber Steingewinnung. Und bumm. Genau, weil hier ist alles noch in Ordnung. Und dann haben wir noch Stärke. Ja, nee, genau. Den nehme ich auch. Genau. Man muss sich aber tauschen, weil der mir den versaut hier unten. Runen tauschen auf. Bup, 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 bup. Bup. Limpsti. Und Steingewinnung. Und drin damit. Jetzt schauen wir noch mal kurz im Zauberladen. Der hat eine neue Waffe. Was ist bei nichts passiert? Da darf man gar nicht drauf achten. Und dann, ja, wenn ich jetzt dann queste und so, dann kann ich wahrscheinlich das Bier und so auch gleich machen. Oder spiele ich erst das, dann das Event? Das weiß ich noch nicht. Nee, ich queste zuerst. Also dann... Ja, richtig so. Also wenn ich anschaue, was ich jetzt hier Gold auf dem Char habe, ist ein bisschen krass. Also ich zeige euch jetzt auch mal ganz kurz
Da sind wir bei 779. Ja, da müssen wir nochmal aufladen. Aber ja, der Wirbelsturm hat uns geholfen. Bisschen schade, weil also ich mag dieses 777 so. Aber was haben wir denn? Sollen wir vielleicht einfach mal kurz gucken, was wir für Epics jetzt finden? Schauen wir mal kurz. Gut, ist alle Attribute. Aber immerhin kriegt man 75er raus. Ja? Ist schon mal nicht so schlecht. Aber alle Attribute nehme ich jetzt nicht. Einfach mal. 1360. Also im Prinzip habe ich auch gehofft, dass jetzt eine Waffe kommt. Aber die ist halt alle Attribute, die nehme ich jetzt auch nicht. 2600 und 653. Ja. Zum Beispiel das könnte man jetzt nehmen. Da muss man jetzt Runen tauschen damit. Eigentlich muss ich es mal anders machen, aber ist schon okay. Ja, vor allem, also was natürlich auch noch interessant ist, hier natürlich, das geht natürlich ganz schnell. Was haben wir hier? Blitz. Muss ich auch wieder Runen tauschen. Aber immerhin habe ich Runen tauschen und habe einen. Genau. Flumpfti-bumpfti. Vor allem ja dieses Alle-Attribute-Ding da oben. Also, na gut, das sind halt so Sachen. Also ihr seht, na, könnte ich auch mal wieder drauf gucken. Ne? Und dann dauert es halt wieder länger. Weil im Prinzip, genau, hofft man halt auf sowas. Gold habe ich ja jetzt gerade. Das war beim Black Friday bloß am Freitag. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass da die 100 da rauskamen. Wobei ich eh, also ich spiele so eh nicht. Also so Sanduhren verbrauchend spiele ich eh nicht. So, jetzt mal gucken, ja, was hier los ist. Wollte schon verzehrend sagen, aber wer will schon Sanduhren essen? Also, wenn man Sand am Strand im Mund bekommen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Da, diese 100. Aber wie gesagt, beim Event macht es halt Sinn, dass man dann halt alles überklickt. Aber ansonsten, wenn man Zeit hat, muss man so nicht spielen. So, jetzt kommt hier sowas. Der hat Lebensenergie 15. Rein theoretisch könnte man jetzt auch drauf gucken, aber das war jetzt nicht. Ja, ich habe echt noch, also noch genug, ja. Ja. Also da nehme ich eher die 648. So, mal kurz gucken, was mein. Ah, der hat eh so ein blödes Alles-Attribut, Dingsterbumster da drin. Aber da ist dann wieder mit. Da könnte man schon Sockel finden, oder? Weiß ich noch nicht. Da hat er auch keinen Sockel, der Quatsch, ja. Aber, ja. Was man hat, das hat man. Ich weiß es noch nicht. Na, falsche Klasse, sagt er dann immer, genau. Gehen wir mal wieder auf meinen Char. Dann passt das. Na komm. 10 und 100. 100. Ja. Wenn man sich's leisten kann, wenn man eh ein bisschen mehr klickt, dann nimmt man halt die Lebensenergietränke nur, wenn sie nix Pilze kosten. 10. 100. Ja. In dem Fall lohnt sich's halt einigermaßen, dass man da mal durchklickt. Ja. Rein theoretisch wird es sich jetzt doch noch lohnen. Nachträger, genau, sowas habe ich jetzt gewartet, dass halt einer
so daherkommt. Lebensenergie 15. Was haben wir denn hier? 635. Also das ist praktisch jetzt auch schon wieder alter Schrott eigentlich, wa? Kann ich auch schon wieder weghauen. Habe ich halt nicht gewusst, wo ich jetzt hinkommen werde. Aber 648 halt schon gut. Da muss ich aber den Runen tauschen. Ist ja auch nicht umsonst. Aber ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da irgendwas finde, was ohne Runentausch klarkommt? Nicht sehr wahrscheinlich. Könnte man natürlich noch sagen, man spekuliert drauf, dass man bessere Steine findet. Also wenn man jetzt, wenn es einem egal ist, dass man auch mal keinen Stein drin hat, dann könnte man das Equipment dann einfach seinem Begleiter geben. Das ist auch oft eine gute Strategie, das zu machen. So, genau, da kommt so ein Lebenstrank, der halt eben so sozusagen for free ist. Nicht ganz so viele Pilze wegzockt. Schau mal. Da noch mal einer. Also es ist gar nicht so selten, wenn ihr bisschen öfter mal spielt, auch Events mitnehmt, dann macht es Sinn. Ja. Und ihr seht ja eh, also das nächste Event ist ja eh schon wieder gerettet. Ja, alle Attribute mag ich halt. Ja, den auch noch mit. Alle Attribute mag ich einfach nicht. Die haben einen Vorteil. Alle Attribute kann man relativ gut für die Begleiter verwenden, wenn man da jetzt nicht so drauf achtet. Aber auch denen tut es eigentlich besser. Liegt einfach an den Steinen, die eben eh schon alle Attribute so dramatisch featuren, ist es immer besser, wenn man anders unterwegs ist, also mit den Dreier-Attributen teilen. Ja. Ein bisschen wollte ich auch nur schauen, was jetzt so kommt. Aber ihr wisst es ja, man geht, da kommt dann schnell in den Klicktunnel. Ich habe auch, glaube ich, festgestellt, dass gerade bei Serverstarts ich viel zu viel Pilze ausgebe fürs Blättern. Ja? So tendenziell will ich... Schauen wir doch trotzdem mal nachkommen. Jetzt kommt schon der dritte. Aber das ist ganz gut. Der ist eigentlich auch ganz ordentlich. Ja, nee, brauchen wir nicht. Also, das ist einfach Blödsinn. Was hier ein bisschen, wo ich ein bisschen schlechter bin hier bei dem Char, weil ich dann doch nur Edelsteine reinschmeiße, ist, mir fehlt hier noch einiges an Aura. Dafür, dass es so ein alter Char ist. Aber ich habe relativ früh nach Einführung der Toilette ja aufgehört. Das war mir so ein bisschen so zuwider, sich Epics erblättern zu müssen. Ihr dürft ja nicht vergessen, man hatte ja nicht viel Inventarplatz. Das gab es ja früher nicht. Ja? Und dass man dann jeden Tag, um oben dabei zu sein, ein Epic reinschmeißen musste, musste man auch sich, ja, während eines normalen Tages, also eben kein ohne Epic-Event, sich Epics erblättern. Und das war natürlich Wahnsinn. Ja? Das, ja. Abgesehen davon war das Spiel damals eh noch günstiger. Das darf man nicht vergessen. Heute ist alles so ein bisschen relativiert. Ja? Aber gerade über den Platz, den man jetzt mehr hat, das ist schon gut. Also hier hat man mehr Platz und das ist natürlich jetzt echt krass. Also das ist wirklich, wirklich dramatisch, weil es sind einfach so viele Ausrüstungsplätze jetzt mehr, die man hat. Das hat vieles vereinfacht. Natürlich ist es für was ganz anderes gedacht. Es ist für die Leute gedacht, die auf einen Klick ihr Equipment zwischen Questen und Ehrenhalle wechseln. Aber ja, wer so ein bisschen grenzwertig unterwegs ist mit den Runen und mit dem Arena-Manager, dem ist das gar nicht so wichtig. Also ich hab's nicht lange gebraucht. Und mir war es dann aber auch, also gerade dieses All-Reset, also diese Resist-Sachen, All-Resist-Geschichten oder überhaupt Resist-Geschichten, war mir nicht wichtig. Insofern habe ich ganz schnell geguckt, dass ich Lebensenergie voll hatte. Und nach Lebensenergie habe ich dann darauf geachtet, dass ich Questen, Erfahrungen drauf habe und dann habe ich so langsam Gold hinzugefügt. Also mir war es nicht wichtig, am Anfang da
dramatisch unterwegs zu sein und immer zu wechseln. Mir war das zu blöd zu wechseln. Und jetzt erst in den Ehrenhallen wäre es wichtig, aber jetzt bin ich ja einfach, weil ich eben grenzwertig den Arena-Manager gepilzt habe, brauche ich es ja nicht mehr. Also das ist auch für den Serverstart eigentlich, so wie ich spiele, nicht wirklich notwendig, dass man Doppel-Equipment hat. Da ist es wichtiger, dass man den Platz hat, um Equipment zu horten. Ja, jetzt kommen 652, aber es ist halt wieder ohne. Ja. Wieder ohne. Ja. Ich wollte jetzt einfach nochmal gucken, mein Prinzip habe ich jetzt... Ja gut, ich hätte eine Kette gerne, aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach die. Ich finde einfach keine Kette mit... Was ist das eigentlich für eine Stärke? Genau. Kann ich die dem eigentlich noch geben? Ne, da hat er ja schon. Ne? 1875, ja genau, deswegen habe ich es behalten. Was habe ich hier? 640, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder? Aber wegen wenigen ein paar Pilzen, das ist auch schon wurscht, oder? Das ist auch schon wurscht, nehme ich die einfach. Tausch natürlich, das kann auch mal, das wenn man vergisst, wird es übel. Und vor allem, wenn man noch am Anfang ist und relativ lange gesucht hat nach dem Zeug, dann wird es echt übel. Das ist mir auch schon mal passiert irgendwo, glaube ich so in meinem Video. Ja. So, dann packt man das hier rein, das wird hier geschrieben. Genau, und dann machen wir noch Attribut-Upgrade. Auf 9 gehe ich eigentlich immer, obwohl ich jetzt wahrscheinlich... Ja, gehen wir mal auf 9, ich riskiere es mal nicht. Wie gesagt, es ist auch ein ganz gemütlicher Char. Es ist jetzt nicht so, dass der hier halt nicht Runen tauschen. Dass der jetzt wichtig wäre, dass der in der Ehrenhalle so mitrockt. Ich war am Anfang auf dem Server ganz oben dabei, ja, und habe jetzt so lange Pause gemacht, also über 5 Jahre, glaube ich, oder 6 oder 7, ich weiß es nicht ganz genau. Das ist echt egal, ist ja. Wahrscheinlich macht es Sinn, hier auf 500 zu spielen und dann ist gut. Ja, so. Eigentlich war 400 und vor allem Festung 20 war mir hier wichtig, weil es der Gilde halt was bringt. Ja. Aber die Gilde ist eh, ich zeige es euch mal ganz kurz, ihr seht ja, ist eine ziemliche Leichenhalle. Ja. Wir fangen auch an mittlerweile. Wir greifen jetzt momentan nicht mehr unsere nächst untere Gilde an, weil wir da auch ab und zu verlieren. Also nicht oft, aber halt so oft, dass wir sagen, ja komm, das macht ja eigentlich keinen Sinn, dass wir ja uns die ganze Zeit hier blamieren. Immer wieder mal sozusagen. Ja. Habe ich eigentlich irgendwie, nee, habe ich nicht gefunden. Ne? Macht nichts. Weil, also das ist echt genial. Weil normalerweise wäre schon proppenvoll, wenn ich das alles hier behalten würde. Ja. Eine schicke Waffe wäre halt noch was Schickes. Ja. Kann doch mal kurz schauen im Zauberladen. Oder nochmal kurz gucken, ob ich jetzt alles... Oh, seht. Was ist denn das eigentlich für ein Handschuh hier? Ja, den brauche ich jetzt aber nicht, upgraden, wenn ich eh schon was anderes finde. Bin ich eigentlich schon voll im Modus hier wieder. 648. 3, 2. Nehmen wir mal. Das hat aber lang gedauert, bis jetzt hier ein Epi kam. Gut, da haben wir schon was gemacht. Qualität plus 5. Schauen wir mal kurz beim Mädel gucken. 595, 2, ja. Okay, die könnte das brauchen. Blitze, da muss ich wieder tauschen, weil sie dann wieder runterrutscht. Das darf man echt nicht vernachlässigen. Also das Spiel ist wirklich teurer geworden. Noch jetzt natürlich durch die Änderung im erträglichen Maß, es war ja mal wirklich verrückt. Wenn du ein vernünftiges Epic-Event spielen wolltest, hast du 6000 Pilze verbraucht. Das war so. Ja, das ist schon alles recht schick hier. 3200. Eigentlich hätte ich jetzt auch ein bisschen besseren. Eigentlich sollte ich es fast eher geben, ne?
ich sowas finde. Na, wurscht. Komm, gehen wir nochmal hier. Spiele ich doch Epic Event. Das ist wieder so typisch. Ach, Rüstwert. Verschlechtere ich mich die ganze Zeit beim Rüstwert. Ich behalte es mal. Ich glaube auch, weil ich das hier reinpacken kann. Genau. Da war was. Und dann lasse ich es aber mal gut sein. Ja. Ach Mensch. Ach, ich will einen 3000er Rüstwert haben. Ich habe keine Lust auf diese 2000er Kacke. Das ist einfach zu wenig. Warum kommen jetzt lauter 2000er Rüstwerte? Ja, aber wieder alle Attribute. Ich will, und vor allem so eine Ehrenhallenwaffe. Also überhaupt keine Range hat die gehabt. Okay. Letzter Versuch hier, was Vernünftiges rauszuholen. 2,6. Schauen wir mal kurz das Mädel an. 515, ja okay, das, also ihr gebe ich das jetzt. Goldbonus, das heißt, das macht überhaupt nichts. Da machen wir das so. Steingewinnung. Alles noch richtig. Sehr gut. Genau. Dann schauen wir mal überhaupt, was wir jetzt in der Gilde sieht man das ja leider gar nicht. Also ich habe mich ja hier nicht verbessern dürfen. Ich habe mich ja nicht durchgeballert. Ja, wäre ordentlich aufgestiegen. Also bin immer noch keine große Hilfe, aber schon auch gar keine ganz kleine Hilfe mehr bei der Gilde. Ja, vor allem, ja, weil ich aktiv spiele, bin ich eh eine super Hilfe. Also wer auf S15 anfangen will und ja, der ist gerne eingeladen. Ja. Mittlerweile ist auch wurscht, ob ihr pilzt oder nicht. Hauptsache, wir kriegen den Laden wieder voll und es läuft so ein bisschen. Ja. Was halt wichtig ist, dass ihr ja, die Festung ernst nehmt, sage ich mal. Ja. Jetzt schauen wir nochmal kurz in den Zauberladen, was sich jetzt hier verändert hat. Eine Sache gucke ich mir doch schnell mal an. Genau, weil Attribute verbessern. Jetzt habe ich das bei ihr gemacht. Alter, das wollte ich überhaupt nicht. Das hat mir jetzt den Laden versemmelt, ja. Es geht gerade noch. Geht gerade noch. Na gut, ich krieg's von ihr wieder. Ich muss mir nur merken, weil ich natürlich das Zeug hier nicht normal so gut verbessere. Kriegt man wieder. Aber dauert ein bisschen. Gut, ich könnte es mir auch gleich wiederholen. Ja, überlege ich mir. Also ist ja eigentlich fast das gleiche in grün, oder? Ja, nee, lasse ich jetzt mal. So, Leute. Es sind 2,5 Stunden geworden. Ich habe es fast befürchtet, dass es lange dauert. Ich hoffe, dass ich morgen vernünftig reden kann. In den lichten Dungeon ist ordentlich was passiert. Ich habe leider nicht die Waffe meiner Träume gefunden. Das ist ein bisschen dämlich. Auch rechts raus ist die halt nichts. Ja? Aber wenn ich jetzt nochmal eine Waffe finden würde, müsste ich aufladen. Da habe ich jetzt live im Video gar keine Lust drauf. 541. Nee. Noch einen Versuch noch. Das ist was Vernünftiges raus. Also, das ist ja eine Frechheit, oder? Also, das ist ja. Kein Rüstwert ist auch ein Rüstwert auf gut Deutsch. Ja, das ist schwierig. Also ich achte ein bisschen auf Rüstwert und das gut, dann wir brauchen natürlich eine andere Waffe für den Kerl hier. Achso, ich wollte noch. Oh, das sah aber ganz gut aus. Nochmal kurz in den Zauberladen gucken, ob ich hier irgendwas machen muss. Na gut, das behalte ich jetzt erstmal an. Aber ihr seht, manche Sachen sind dann vielleicht schon doppelt gemoppelt. Und jetzt gucke ich trotzdem nochmal. Ob der Kerl nicht einfach über pure Gewalt funktioniert. Da ist er. Das war nicht schlecht. Was käme denn jetzt?
Okay. Haben wir zumindest gezeigt, dass man nach einem Epic-Event dann doch noch was schafft. Schauen wir mal hier an. Na, das schaut schlecht aus. Wer sah so unfassbar schlecht aus? Der, gell? Also der ist übel. Und hier. Ist auch nicht wirklich hübsch. Ja, auch. Okay, das würde wahrscheinlich irgendwann gehen. Aha. Okay, 433. Das ist ein schönes Ende. Das ist ein schönes Ende. Ah, hübsch. Hübsch, aber... Eigentlich das gleiche in grün. Eigentlich das gleiche in grün. Aber das überlege ich mir morgen. Also 652, was haben wir hier noch? Oh, hier habe ich was Hübsches gefunden. Das war eigentlich das, was ich die ganze Zeit gerne gehabt hätte. Nämlich einfach einen besseren Rüstwert. Dann müssen wir aber hier auch wieder Runen tauschen. Das ist... Und wieder im Zauberladen hinein. Und natürlich Upgrade wieder auf 9. Upp. Ja. Den 20er schaffe ich nicht, ja, das stimmt. Im 13. Stock, so ist das. Denn der One-Hitted seinen 473er immer noch. Das ist halt auch zu wenig Pilze. Jetzt sind wir durch. Jetzt habt ihr das live mitbekommen. Ich hatte noch 10 Pilze für den Quatsch. Ja, aber wir sind dem Wirbelsturm dankbar. Wir haben Pilze gespart. Alles klar. Bis dann. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich spiele manchmal so eine Sachen auch gerne alleine, also da muss ich nicht so viel quatschen. Das ist auch ganz witzig. Aber ich versuche das ein oder andere Video dann doch zu machen, wenn so Highlights anstehen sozusagen. Ja. Und ja, 2 Stunden 41 Minuten. Eieieiei. Ja. Der ist wirklich böse, ja. Der letzte Mohikaner hier. 433, das ist schon ziemlich krass, ja. Also, es hilft wahrscheinlich, dass ich halt eben auch hier nochmal die 60% auf der Waffe habe, dass ich überhaupt so eine annähernde Chance hätte gegen den Kerl. Aber, also Pilzstand, jetzt stimmt zumindest zu wenig, oder? Jetzt stimmt zu wenig, pass mal auf, ja. Lopp, zu wenig. Das ist absolut, absolut wahr. Es war nicht geflunkert. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß. Noch ganz tolle Feiertage, besinnliche Feiertage, glückliche Feiertage. Und ja, wir hören und sehen uns demnächst wieder, wenn es hier wieder heißt, ja, wir rocken die Dungeons weg oder irgendwas ähnliches Blödes, was man machen kann in dem Spiel. Oh, hier nochmal schnell. Nein, sind alle noch gut. Also, ja. Ich habe es nicht komplett verkackt mit der Stadtwache bei meinen wichtigen Chars. Das ist schon mal gut. Und Josef hat das letzte Wort. Wäre mal interessant, mit meinem Kundi zu vergleichen, wie weit du in den Dungeons kommst. Verstehe ich nicht. So, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, weil ich habe ja jetzt gezeigt, wie weit ich in den Dungeons komme. Ja, nicht ganz grenzwertig. Also ihr wisst ja, man kann ja auch mal... 30.000 Versuche in einen Dungeon stecken. Wir kennen Leute, die haben das probiert. Das war auch bewiesen. Und dann fiel der Jan doch, aber es war zu einer anderen Zeit. Ja. In einer anderen Welt, auf einer anderen Zeitlinie, in einer anderen Dimension. Ja. Alles klar. Dann haut rein, bleibt sauber. Bis demnächst. Ciao, servus.
Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hilton und mit Will, mein Star. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so... Oh. Vergiss es. Kommt noch? Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Gute Nacht.